und dann ja, fühlt es mir wie Schuppen von den Augen, hat gefragt, ob er eine andere hat und dann hat er gesagt, ja. Weil das Problem war eigentlich, ich wusste jetzt ja, was ich nicht mehr wollte, aber so richtig, was ich wollte, da hatte ich nicht wirklich eine Vorstellung davon. Und dann gibt es eben so die Momente in der Nacht, wo man wach liegt und sich denkt, was wirst du denn jetzt machen eigentlich? Der Täter und ich legten uns in meinem Zimmer, in meinem Kinderzimmer, mit einem 90 cm breiten Bett zum Mittagsschlaf hin und schlossen die Tür ab. Und meine Eltern fanden das normal. Und plötzlich brummte es in der Ecke. Es war eine Explosion, ein Schrei, mein Haus kommt. Ich meine, wann kriegt man schon ein Haus angefangen? Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Worauf noch warten? Das ist unser Thema heute. Und wir begrüßen hier im alten E-Werk in Baden-Baden diese Gäste. Als ihr Mann sich in eine andere Frau verliebte, brach für Kerstin Thiel eine Welt zusammen. Doch was zunächst als Unglück erschien, wurde schnell zu einer großen Chance. Statt zu trauern, ließ sie ihr altes Leben hinter sich und reist heute im Wohnmobil um die Welt. Max Ziolek war gerade einmal 10 Jahre alt, als sich ein Priester zum ersten Mal an ihm verging. Lange Zeit litt er extrem unter den Folgen des Missbrauchs. Erst Jahre später begreift er das ganze Ausmaß und macht den Fall öffentlich. Einer langen Familientradition folgend arbeitete Dr. Frank Nopper viele Jahre als Bürgermeister. Doch statt sich auf seinem Amt auszuruhen, entschloss er sich, auch als Oberbürgermeister in Stuttgart zu kandidieren. Mit Erfolg. Lange lebte Michael Machetti als Privatjet-Pilot seinen großen Traum. Doch die Corona-Krise ließ ihn immer mehr an seinem Job zweifeln und stürzte ihn in eine Sinneskrise. Als Konsequenz kündigte er und wagte den Schritt ins Ungewisse. Über 40 Jahre wohnte Antonie Neumann in einem großen Bauernhaus, was zunehmend zur Last wurde. Trotz alter Erinnerungen entschloss sie sich schließlich zum Verkauf. Es folgte der Umzug in ein Tiny House. Professor Dr. Dieter Frey weiß, wann der Punkt erreicht ist, an dem wir unsere Ideen in die Tat umsetzen. Doch der Weg dahin ist oft lang. Denn erst wenn der Leidensdruck groß genug ist, geben wir uns einen Ruck und handeln. Herzlich willkommen, Herr Frey, und herzlich willkommen hier in der ganzen Runde. Frau Thiel, die Trennung von Ihrem Mann, die war ja sowas wie ein Wendepunkt, kann man sagen. Sie waren, glaube ich, 14 Jahre zusammen, 10 Jahre verheiratet. Erzählen Sie uns jetzt mal, wie war denn Ihr Leben vor dieser Trennung? Ja, ich denke mal, ich habe da ein ganz klassisches Leben geführt, einen gut bezahlten Job gehabt. Zwei Jahre vor der Trennung haben mein Mann und ich uns ein Haus gekauft. Das haben wir gerade saniert gehabt und haben 3/4 Jahr drin gewohnt. Wir hatten 2 Hunde. Ich hatte schon so einen kleinen Traum verwirklicht, indem ich mich zur Hundetrainerin habe ausbilden lassen und habe gerade so ein bisschen eine Hundeschule eröffnet gehabt. Und wie tief war Ihre Liebe zu Ihrem Mann? Was würden Sie sagen? Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, die war gar nicht so tief. Ja. Und Sie haben ja gesagt, das ist so ein ganz normales Leben. Mhm. War das denn eine Übereinstimmung zu dem, was Sie geliebt haben? Oder würden Sie sagen, es war eher so ein angepasstes Leben? Das war ein stark angepasstes Leben. Also ich habe einfach sehr, sehr lange das gemacht, wovon ich dachte, was von mir erwartet wird. Habe mich eigentlich nicht so wirklich getraut, mich auszuleben oder überhaupt rauszufinden, was ich eigentlich gerne in meinem Leben machen würde. Also es war schon sehr angepasst, sehr das Funktionieren, ja, so wie einfach ganz viele von uns. Aber Sie dachten wahrscheinlich, Ihnen geht's gut, oder? So eine gewisse Unzufriedenheit war schon da. Ja? Und zwar war die hauptsächlich mein Beruf, den ich einfach nicht so mit Herzblut gemacht habe. Und da hatte ich eben schon diese Exit-Strategie mit meiner Hundeschule. Und ich dachte eigentlich so, das ist das, was in meinem Leben, das muss ich verändern, darf ich verändern und dann ist gut. Dass meine Beziehung vielleicht auch ein Thema sein könnte, das war mir damals gar nicht so bewusst. Dann kam irgendwann die große Zäsur, die Trennung. Ihr Mann hatte eine andere Frau kennengelernt. Wie haben Sie das erfahren? Erzählen Sie mal, wie hat sich das entwickelt? Also die haben sich kennengelernt, als
als mein Mann auf einer Party war und ich bin an dem Abend nicht mitgegangen, weil am nächsten Tag hat meine Mutter Geburtstag gehabt und ich wollte da fit sein. Und da haben die sich kennengelernt und 2 Wochen später habe ich davon erfahren. Und das war einfach, diese 2 Wochen waren dazwischen. Und mein Mann hat sich jeden Tag so ein bisschen, oder mein Ex-Mann, kann ich halt sagen, ja. So jeden Tag ein bisschen mehr von mir entfernt. Also es wurde schwieriger, dass wir uns unterhalten. Also er hat immer mehr, ja, dass er mit mir am Ende in einem Raum war. Also ich habe einfach gemerkt, das stimmt was nicht. Genau. Und dann habe ich ihn quasi zur Rede gestellt und habe ihn gefragt, was los ist. Und dann hat er noch gesagt, er will jetzt nicht drüber reden. Und dann fühlt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich habe gefragt, ob er eine andere hat. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann? Dann war erstmal, also das waren so 2 Aspekte in meinem, also einerseits habe ich total gespürt, dass es jetzt richtig was passiert, dass diese Beziehung ist zu Ende und ich habe das, ich habe gespürt, das ist richtig und gleichzeitig hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Also es hat schon auch richtig wehgetan erstmal. Es hat richtig wehgetan, weil, also zum einen natürlich war ich so abgemeldet von einer Dings, also mein Selbstwert ist einfach komplett in den Keller gerutscht. Und ich wusste selber erstmal nicht, was ich mit mir anfangen soll. Also was jetzt eigentlich noch in meinem Leben war. Was haben Sie dann so in der nächsten Woche oder in den nächsten 2 Wochen gemacht? Geheult. Ganz viel geheult und mir überlegt, was ich machen soll. Und die erste Strategie war, dass ich wollte alles festhalten, was es sonst in meinem Leben noch gab. Also ich wollte unbedingt das Haus haben, weil damit einfach auch viel verbunden war. Die besten Freunde haben nebendran gewohnt. Also damit war der Freundeskreis irgendwie. Meine Hundeschule war auch an den Ort gebunden. Das heißt, ich habe versucht, alles festzuhalten erstmal. Genau, und nach 2 Wochen, und es waren tatsächlich nur 2 Wochen, da war ich dann beruflich in Hamburg und lag im Hotelzimmer. Und habe wieder über das Ganze nachgedacht und dann dachte ich, ich könnte ja jetzt auch mal das Leben leben, das ich mir wünsche oder das ich mir mehr wünsche. Also vielleicht auch einen Schnitt machen sozusagen. Ja, und ich habe einen richtigen Schnitt gemacht. Was heißt das denn? Also ich stelle mir so vor, Sie waren mit Ihrem Beruf schon nicht so ganz zufrieden. Sie wussten, okay, in der Beziehung haben Sie vielleicht im Nachhinein gemerkt, hat Sie vielleicht auch nicht so ausgefüllt. Was heißt denn einen Schnitt machen? Was haben Sie verändert? Also, die Beziehung war ja schon mal zu Ende. Ja, klar. Dann habe ich gesagt, meinem Mann gesagt, weil wir beide das Haus wollten, dass er das Haus haben kann. Mhm. Mir war es auch wichtig, dass das einer von uns beiden bekommt, weil wir haben da einfach ganz viel Liebe reingesteckt und viel Arbeit. Und wenn, dann sollte es einer von uns bekommen und das war in dem Fall dann er. Dann habe ich meinen Job gekündigt nach 3 Monaten. Ich habe sofort eigentlich, es war gerade zum Jahresende, meine Hundeschule zugemacht. Was gibt's noch? Dann habe ich mir mein Wohnmobil gekauft. Ja. Ja, und mehr gab es eigentlich gar nicht. Das ist schon mal eine Menge. Also Job kündigen, Beziehung war vorbei, ja, Hundeschule, Schicht machen, aus dem Haus raus. Das ist ja schon eine grundlegende Veränderung. Wenn ich mir das aber so vorstelle, Sie haben ja gesagt, vorher haben Sie in Anführungsstrichen ein normales Leben geführt. Da hat man ja vielleicht Lebensziele, eben das Haus, eine Partnerschaft. Hatten Sie denn auch Unsicherheiten? Haben Sie auch gezweifelt, ob das richtig ist, diesen alten Weg so komplett zu verlassen? Ich glaube, ich war da an so einem Punkt, wo ich da nicht mehr gezweifelt habe. Ich habe einfach davor schon Unzufriedenheit in meinem Leben gehabt und ich habe mich eben nicht getraut, mein Leben zu ändern. Ich habe gedacht, ich müsste diesen Job, weil ich nichts anderes kann. Ich müsste den weitermachen und so weiter. Und ich hab in diesem Hotelzimmer einfach so jetzt ist meine Chance und jetzt. Also wirklich, worauf noch warten? Ja, worauf noch warten, genau. Jetzt also handeln. Ja, ja, genau. Und dann mit dem Wohnmobil das Ziel einfach loszuziehen. Ja, loszuziehen und ganz viel Freiheit spüren und tatsächlich auch ganz viel mich selbst kennenlernen. Weil das Problem war eigentlich, ich wusste jetzt ja, was ich nicht mehr wollte, aber so richtig, was ich wollte, da hatte ich nicht wirklich ein
eine Vorstellung davon. Herr Frey, so radikal das alte Leben hinter sich zu lassen und dann zu sagen, ich hole mir ein Wohnmobil, setze mich da rein und fahre los. Ist das Mut oder ist das Leichtsinn? Ich finde es Mut, aber auch verbunden natürlich mit Risiko. Nicht? Aber Sie haben gemerkt, weil Sie teilweise ja auch unzufrieden waren, dass Sie gesagt haben, das ist eigentlich gar nicht mehr mein Leben. Aber wäre Ihr Mann bei Ihnen geblieben, hätten Sie wahrscheinlich das gar nicht gemacht. Also es ist ein schönes Beispiel, Krise als Chance, wo Sie denken, jetzt ist eine Chance da, mein Leben neu zu beginnen. Im Sinne von Lebensfreude, das Leben ist ein Geschenk, ein Privileg, Faszination, Leben. Das merkt man, dass Sie das dann versucht haben auszuleben. Sie sagten auch Freiheit. Und nicht alle schaffen dieses. Und es schaffen die, die Optimismus haben, die sagen, ich kann selber viel bewirken, die sagen Resilienz im Sinne von, auch wenn es mal nicht so toll läuft, ich werde daran wachsen. Und sie waren sich auch sicher, das schaffe ich irgendwie. Ja. Ist denn das Ende einer Beziehung oder einer Ehe, auch noch so einer langen Beziehung, oft so ein Moment, wo es eine Zäsur gibt und man anfängt? Alle Varianten gibt es. Sie hätte ja auch 10 Jahre lang leiden können, ja, und sage ich, warum passiert mir dieses? Ja, aber bei vielen Menschen, die gleichzeitig ja, diesen Optimismus beibehalten, den Glauben an sich selben, da passiert auch dieses Abrupte, vor allem wenn man vorher schon leicht unzufrieden war. Ja. Und da passiert es dann oft, dass man sagt, jetzt ist die Chance, nicht im Wartezimmer zu sitzen, bis ein anderer Mann kommt, sondern ich bin Akteur und nicht Beobachter, ich nehme mein Leben in die eigene Hand. Sie sind dann losgefahren, waren in Spanien, waren in Marokko. Was hatten Sie dabei? Wie groß war Ihr Wohnmobil? Beschreiben Sie es mal so ein bisschen, Ihr Lebensgefühl dann in dieser Zeit? Also mein Wohnmobil ist ziemlich klein. Also es ist ein Kastenwagen, der hat 12 Quadratmeter, also 6 Meter lang, 2 Meter breit. Es ist orange. Das war mir total wichtig, dass ich nicht eins von diesen klassischen weißen Wohnmobilen hatte. Also Farbe ist bei mir wichtig geworden im Leben, Farben und Lebensfreude. Mhm. Und, kann man das nur alleine nutzen? Das kann man theoretisch zu zweit oder nutzen. Das machen auch welche, aber das ist nicht das, was ich mir wünsche. Also Sie hatten auch nicht zwischendurch mal so einen Begleiter, kann man sicher, vielleicht wollte die Begleiterin. Oder Begleiterin, nee, genau. Also mein Hund ist dabei und tatsächlich ist es, wo ich sage, das sind 12 Quadratmeter und ich finde, die dürfen mir alleine gehören. Ja. Und wenn ich ganz fröhlich gewesen auf einmal, oder? Eine Fröhlichkeit, die du vorher nicht gekannt hast. Das stimmt tatsächlich. Und so leicht, ich stelle mir das halt ohne Rucksack vor. Ja, und das ist tatsächlich so, ja. Also das ist also auch ganz wenig zu besitzen oder dabei zu haben, ja. Also ich habe das Wohnmobil, als ich mir das erste Mal angeguckt habe, fand ich die Farbe gut und dann hab ich die Schränke aufgemacht und ich dachte, im Leben nicht passt da mein Leben rein. Wie soll das funktionieren? Ja, ich meine, das ist ausgelegt auf Urlaub, so ein Teil, ne? Und dann habe ich mir wieder andere angeschaut, größere und so weiter. Und ich dachte, nee, ich will wendig sein, ich will überall hin können. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe gespürt, das ist mein Wohnmobil. Also Sie haben die Freiheit, das Leben ohne Rucksack dann auch erlebt. Und Sie haben mir gesagt, Sie wollten sich kennenlernen. Was haben Sie denn über sich dann erfahren, vielleicht mit der Zeit? Also das erste Mal, was ich gemacht habe, ist, dass ich Eigenverantwortung für mein Leben übernommen habe. Das war mal der allererste Schritt. Und dann habe ich ganz viel an meiner Selbstliebe gearbeitet. Also mein Selbstwert war ja im Keller. Und mir war klar, dass mir sowas immer wieder passieren kann, wenn ich nicht das verändere. Und das heißt, ganz viel mit Selbstannahme. Also ne, was ist alles mit mir dran? Also ich liebe heute meinen Körper. Das war früher nicht so, ja. Auch ganz viel Selbstfürsorge praktiziert. Also koche ich für mich oder koche ich nicht für mich? Ja, ich kenne das so von meiner Mutter, die sagt, so für sich selber kocht sie vielleicht nicht so gerne, aber für andere ist es selbstverständlich. Ja. Also ich bin viel offener geworden. Ja, ich habe ganz viel Lebensfreude in mir und eine Freundin von mir, die ich dann kennengelernt habe auf meiner Reise, der hat gesagt, meine Freude ist mein Navi. Und ich dachte, geil, das will ich auch. So mache ich das auch. Aber im Prinzip sind Sie ja ganz schön privilegiert, denn nicht jeder Mensch kann dieses machen. Haben Sie irgendwelche materielle Absicherung gehabt,
Denn das muss man sich leisten können. Genau, man muss sich das leisten können. Können Sie da was dazu sagen? Also ja, also ich kann mir das jetzt in meinem Fall leisten, ohne zu arbeiten. Also es ist ein sehr einfaches Leben, ich mache keine Riesensprünge. Und ich glaube trotzdem, weil ich einfach auch so Menschen getroffen habe, die finden andere Wege, wenn man das machen möchte. Also das ist, das will ich einfach nicht gelten lassen, wenn jemand zu mir sagt, ah, du kannst dir das nicht leisten. Es gibt andere Wege. Und, Sie haben wahrscheinlich aus der Scheidung und aus Immobilien oder ich weiß nicht was, bleibende Einnahmen, sodass Sie das wenige, was Sie brauchen, finanzieren können. Ja? Genau, also ich habe so quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen, nenne ich das. Okay. Ja, also dass ich mir irgendwann mal natürlich mal selber erarbeitet habe, aber genau. Und klar, das ist eine Absicherung und das... Das hilft. Das und hilft. Trotzdem würde nicht jeder diesen Neuanfang machen. Aber, wenn Sie das sagen, es gibt ja viele, die vielleicht eine Unzufriedenheit in sich haben oder einen Traum haben von einem anderen Leben. Aber das heißt ja nicht, dass alle diesen Schritt gehen. So ist es. Was gehört denn dazu, um dann auch wirklich so weit zu gehen, das auch umzusetzen, die Träume leben? Also ich glaube, es gehören zwei Dinge dazu, die wir vorher schon angesprochen haben. Den Mut. Und die Bereitschaft, auch das Risiko einzugehen, dass es möglicherweise schief geht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man in Neuland geht, dass man auch in Kauf nimmt, es scheitert. Und ich wette, Sie würden dann sagen, es war ein Abenteuer und dass ich nicht bereue. Also und anschließend werde ich vielleicht sogar tanzen, ja, weil ich es toll fand, was ich gemacht habe. Ja, das ist, glaube ich, also der Mut und auch das Selbstvertrauen, das Sie wiedergewonnen haben, ist, glaube ich, ganz entscheidend, diesen Neuanfang zu machen. Also ich würde den Mut gar nicht so hochsetzen, sondern tatsächlich ist es das Vertrauen, das ich hatte. Ich habe das Vertrauen ins Leben gehabt und das begleitet mich auch seitdem und... Dann ist der Mut gar nicht mehr so spürbar, so fühlbar, weil das Vertrauen da ist. Und das ist auch interessant, die Wichtigkeit des Vertrauens. Das heißt, Sie hatten bestimmt keinen Plan, was ist in einer Woche, in zwei Wochen, in einem Jahr. Aber Sie hatten ein Grundvertrauen, was immer passiert, es wird gut werden. Ja. Ich sage immer, wenn du den lieben Gott zum Lachen bringen willst, dann mache einen konkreten Plan. Es läuft ohnehin immer anders. Und dieses Grundvertrauen hatten Sie. Gut, aber wenn es mir schlecht geht, habe ich das ja oft nicht. Und gerade dann will ich ja aus meiner Haut raus. Also das ist ja manchmal gerade die Schwierigkeit. Richtig, deshalb ist es wichtig von der Umgebung. Und Sie hatten auch solche Leute, dass man solchen Leuten Mut zuspricht und sagt, du schaffst das schon. Wie haben denn die Leute reagiert? Gab es da auch Leute, die gesagt haben, Mensch, das kannst du doch nicht bringen. Dein Job, dein Haus, jetzt mit so einem, und dann auch noch nach Marokko. Also gab es da auch Leute, die gesagt haben, sie sind auf einer falschen Spur. Also ich hatte das Glück, dass das nicht so viele waren. Ah, aber es waren einige. Nicht so viele. Ja, heißt, aber es waren tatsächlich wenige. Also ich hatte einen Arbeitskollegen, der sich tatsächlich Sorgen um mich gemacht hat, der gesagt hat, ich habe Angst, dass du irgendwann mal auf der Straße landest oder gar nicht auf der Straße, also nicht finanziell, sondern einfach, dass du das nicht packst oder so. Vielleicht haben auch ein, zwei Familienmitglieder. ich bin in einer Familie auch groß gewachsen, wo Leistung einfach auch wichtig war. Und, jetzt gondelt sie da mit dem Wohnwagen durch die Welt. Genau. Und das schafft nichts. Genau. Und das ist gar nicht so, dass die das nicht cool finden vielleicht, sondern aber das ist dieser Moment, wenn andere fragen, was macht denn deine Schwester jetzt? Und dann zu sagen, die ist eine Nomadin auf Rädern oder wie man das immer nennen mag. Ja. Das kostet die dann vielleicht ein bisschen Überwindung. Jetzt können Sie ja gerade keine Nomadin auf Rädern sein. Die Pandemie zwingt Sie dazu, auch in Deutschland zu sein. Sie wohnen im Moment bei Ihrer Mutter. Wenn Sie wieder losziehen können, wissen Sie schon, wo es hingeht? Also ich gehe erstmal nach Portugal, weil da ist mein Beifahrersitz, den ich abholen muss. Das ist auch nicht schlecht. Wie haben Sie den denn verloren? Der Beifahrer so nur. Genau. Ich hatte da ein technisches Problem mit meiner Batterie und dann wurde der ausgebaut. Ich hätte ihn auch wieder mitnehmen können, aber ich dachte einfach gar nicht. Im April bin ich zurückgekommen aus Portugal. Ich dachte, ich bin ein, zwei Monate. Ist doch ein klares Ziel. Portugal Beifahrersitz. Das ist schon mal ein Einstieg. Vielen Dank auf jeden Fall, Frau Thiel. Und wir sind gespannt, wo die Reise noch hinführt. Ja? Und was Sie noch alles erleben. Und auf jeden Fall ist es Ihre Reise. Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Herr Frey, wie wichtig ist es eigentlich, uns auch immer mal zu prüfen? Also bin ich eins mit dem, was ich gerade mache, mit meinen Zielen? Bin ich mit mir im Reinen, auch was die Vergangenheit angeht? Ganz wichtig. Es gibt ja Forschungen über Reife und Weisheit und Persönlichkeit. Und sie haben sich zur Persönlichkeit entwickelt. Und diese Forschung zeigt eindeutig, dass Erfahrung Menschen nicht klüger macht, sondern es ist die Reflexion von Erfahrung. Dass man sich fragt, ist das mein Leben? Was ist mir im Leben wichtig? Führe ich auch das richtige Leben? Was läuft gut? Was läuft nicht gut? Wie kann ich mich verbessern? Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Reflexion hin und wieder zu machen. Das muss jetzt nicht am Jahresende sein, ja, was dann meistens in Silvestervorsätzen endet. Aber ganz wichtig, Reflexion, Fragen stellen. Auch Fragen, wie jetzt schon Immanuel Kant gesagt hat, was kann ich? Was will ich? Was muss ich? Und bei Ihnen ist es so, dass Sie bei allen drei Fragen ja gesagt haben. Ich kann das, ich will das und ich muss es. Ich muss es jetzt machen, ja? Das ist Teil meiner Selbst. Ja? Ich wollte aber eine Sache noch ergänzen. Selbstverwirklichung ist das eine, aber wir müssen immer auch gucken, für was haben wir noch Verantwortung? Ja? Also, das heißt, ich sage ja nicht, dass sie auf dem Ego-Trip sind, um sich selbst zu verwirklichen, ist ja gut. Aber insgesamt muss man immer auch berücksichtigen, was gebe ich auf und wo erzeuge ich dort Verlusterlebnisse für Kinder, für die Eltern, für die Mitarbeiter und so weiter. Das ist mir nur auch wichtig zu berücksichtigen, dass Selbstverwirklichung ein ganz zentraler Aspekt ist. Aber die Verantwortung, die ich habe für meine Umgebung, für die Zukunft, genauso. Ich hatte ja gefragt, wie wichtig ist es, sich auch anzuschauen und zu fragen, bin ich mit mir im Reinen? Ja. Herr Ziolek, Sie mussten in Ihre Kindheit schauen, um mit sich ins Reine zu kommen. Es ist noch gar nicht lange her, da haben Sie Ihren Fall öffentlich gemacht. Ein katholischer Priester hat Sie missbraucht in Ihrer Kindheit und Jugend. Warum brauchte es diese Zeit? Warum haben Sie auch gewartet, so lange gewartet, um damit rauszugehen? Es brauchte diese Zeit, weil ich das als Jugendlicher, als Kind, wo ich missbraucht worden bin, ja gar nicht als Missbrauch deklariert habe. Ich habe es ja gar nicht so gesehen, sondern ich habe mit der Wahrheit meines Täters eigentlich gelebt, der mir gesagt hat, das ist nicht so schlimm, wenn es dir irgendwie auch ein bisschen gefällt, das musst du niemandem sagen, erzähl es nicht deiner Mutter. Das war meine Wahrheit als Kind und als Jugendlicher und ich hatte das große Glück, dann erst mit Mitte 30 eigentlich durch eine Begegnung mit einer Frau, die mir davon erzählt hat, dass sie von ihrem Vater missbraucht worden war, bei mir zu realisieren, was das eigentlich wirklich war, da in meiner Kindheit, diese 8 Jahre. Dann schauen wir erstmal zurück in diese Kindheit. Damit wir uns das vorstellen können, welchen Kontakt hatte denn der Priester zu Ihrer Familie? Der Priester hatte einen sehr freundschaftlichen Kontakt. Ich komme aus einer ganz katholischen Familie, wo ein Priester eigentlich ein Heiliger war, den Status hatte eines Heiligen. Und dieser Mann war im Grunde genommen so ein bisschen das sechste Kind der Familie. Ich habe 4 Geschwister, wir waren zu 5, 4 Jungs, ein Mädchen. Und das war im Grunde genommen so der 5. Sohn, der noch dazu kam. Vater war früh gestorben, die Mutter war schon relativ alt. Meine Eltern kommen aus Oberschlesien, er kam auch aus Oberschlesien. Diese Menschen hocken sehr gerne zusammen und verbinden sich. Und dadurch war der Kontakt ohnehin schon da, weil die Mutter lebte in der gleichen Kirchengemeinde wie wir. Und der Kontakt war da. Und als ich dann 10 Jahre alt war und Messdiener wurde, hat er über dieses Vehikel, du machst das doch so gerne, ich habe das wirklich sehr gerne gemacht, ich habe es geliebt, Messdiener zu sein. Und er hatte dann seine erste Vikarstelle ganz in der Nähe bei uns und hat mich dann zu sich geholt, um bei ihm die Messe zu dienen. Dann war die Messe so früh, dass er mich schon am Samstag vorher geholt hat und ich die Nacht bei ihm verbringen konnte. Sie haben ihm auch vertraut? Oder? Ich habe ihm komplett vertraut, weil ich ein ganz schwaches, sehr autoritätsgläubiges Kind war, das eigentlich nie darüber nachgedacht hat, was fühle ich wirklich selber, was will ich, was will ich nicht zum Beispiel? Ich habe es überhaupt nicht realisiert. Und wann hat es dann begonnen, dass es sexuelle Übergriffe gab? Als ich 10 war. Also mit Beginn meiner Pubertät eigentlich. Und wie hat er das dann in Gang gesetzt? Also er hat sich erstmal quasi in mein Leben reingeschlichen, dadurch, dass er so ein bisschen meinen Vater ersetzt hat als Vaterfigur. Also er war ja schon länger da in der Familie und hat mit mir gespielt, hat mit mir Ausflüge gemacht.
hat mir auch finanziell Dinge ermöglicht, die meine Eltern mir nicht ermöglichen konnten. Wir waren relativ arm. Ich habe es natürlich total geliebt und gemocht, was er mit mir gemacht hat. Und war da auch völlig arglos erstmal. Und habe dann, als er kam dann und legte sich mal neben mir und streichelte mich. Und das fand ich alles noch gar nicht schlimm, dachte ich auch, ist ja ganz schön und so. Aber dann hat er sich halt irgendwann, hat er halt eine Grenze überschritten, die ich nicht wahrgenommen habe, weil in meiner katholischen Familie überhaupt nie über Sexualität gesprochen wurde. Das war ein absolutes Tabuthema. Das kam einfach nicht vor und ich wusste nicht, was das war. Und wenn Sie das so über die Jahre betrachten, welche Grenzen hat er da überschritten? Was ist da passiert? Nur soweit Sie das beschreiben möchten. Es ist alles passiert, was man sich vorstellen kann. Also er hat sich an mir befriedigt wirklich. Also er hat in meiner Gegenwart hat er onaniert. Er hat mich masturbiert. Er hat Oralverkehr mit mir gemacht. Es gab Analverkehr, als ich älter war. Also es war alles dabei, was man sich vorstellen kann. Und es war natürlich aber seine Sexualität, die er mir komplett aufgedrückt hat. Und ich hatte als pubertierender Jugendlicher keine Chance, meine eigene zu entdecken. Das war eigentlich das Tragische dabei. Und Ihre Eltern, haben die das gar nicht mitgekriegt? Nein, oder? Ich habe natürlich ganz oft nach Erklärungen gesucht. Mhm. Sie sind leider beide tot, ich kann mit ihnen nicht mehr drüber sprechen. Und die einzige Erklärung, die ich gefunden habe, war wirklich dieser sehr naive, blinde Katholizismus, der einfach einem Priester sowas nicht zutraute. Und ich glaube, es existierte einfach in der Welt meiner Eltern, existierte so etwas nicht. Das war so unvorstellbar, das konnte nicht sein. Also ich beschreibe mal eine Szene, Mittagessen bei uns, es gab lecker Braten mit Klößen und Rotkohl, wunderbar. Und anschließend legten der Täter und ich, legten uns in meinem Zimmer, in meinem Kinderzimmer, mit einem 90 cm breiten Bett zum Mittagsschlaf hin und schlossen die Tür ab. Und meine Eltern fanden das normal. Die haben nie mal gefragt, was ist da los, was passiert da? Konnten Sie sich denn jemand anderem anvertrauen? Nein. Das heißt, habe ich auch deswegen nicht gemacht, weil ich das ja nicht realisiert habe, was das war. Ich habe wirklich geglaubt, es ist in Ordnung, was da passiert. Hat er Ihnen dann auch immer so das Gefühl geben wollen, das ist doch ganz normal, was hier passiert? Genau, ja. Typischer Spruch, das musst du auch nicht beichten, was wir hier machen. Und im Prinzip waren Sie ihm ausgeliefert? Auf eine Art und Weise. Ich habe es aber nicht so empfunden damals. Ja. Ich habe das natürlich dann erst sehr später. Und Sie haben es schon gesagt, eine eigene Sexualität entwickeln in der Pubertät. Ich meine, das war vom 10. bis zum wievielten Lebensjahr? Bis zum 18. Lebensjahr, bis ich meine spätere Frau traf. Und das war natürlich für mich wie eine Erlösung, weil ich war höchst verunsichert. Ich habe mich gefühlt wie ein Stück Dreck. Alle Mädchen, mit denen ich mal irgendwie was versucht habe, haben mich alle abblitzen lassen. Also da lief überhaupt nichts, bis ich 18 war. Und dann kam halt eine Frau, die gesagt hat, oh, ich mag dich. Und dann habe ich die sofort natürlich umschlungen und habe sie geheiratet und habe 4 Kinder mit ihr bekommen, damit das bloß nicht wieder weggeht irgendwie, weil ich so froh war, dass ich aus dem anderen raus war. Also es war auch eine Flucht? Es war mit Sicherheit auch ein ganzes Stück Flucht dabei, ja. Passiert das häufiger, dass wenn wir jahrelang Missbrauch erleben und dann auf plötzlich eine Möglichkeit sehen, sei es eine Ehe, sei es irgendwas anderes, dass wir das als die Möglichkeit sehen und sagen, worauf noch warten, Hauptsache vorbei, Hauptsache raus? Ja, fast ein Klassiker. Sie sind da eingelullt worden, ja. Es hat sich so kontinuierlich entwickelt. Sie haben es nicht problematisiert. Sie durften nicht darüber reden, wollten auch nicht darüber reden. Und dann war das wirklich eine Chance der Flucht. Sie waren sich unklar, was ist hier eigentlich meine sexuelle Identität? Bin ich vielleicht homosexuell oder was auch immer? Und dann war das die Chance der Flucht, der Befreiung. Ja. Ein Klassiker. Wusste Ihre Frau denn von Ihren Erfahrungen? Ja, die wusste davon. Also ich habe ihr davon erzählt und die hat es eigentlich besser realisiert damals als ich. Die hat gleich gesagt, am Anfang oder erst im Verlauf der Zeit, haben Sie es ihr gesagt? Weiß ich nicht mehr genau, aber ich habe sie auf jeden Fall bald erzählt. Ich habe nur erzählt, was da passiert war. Ich habe nicht gesagt, ich bin missbraucht worden, weil ich das jetzt zu der Zeit selber noch nicht so gesehen habe. Ne? Aber sie wusste, was passiert war und hat das eigentlich besser eingeschätzt, als ich es eingeschätzt habe und hat... Und da bin ich ihr heute sehr dankbar dafür, hat unsere Kinder zum Beispiel vor diesem Mann sehr beschützt, weil der immer noch in unserer Familie, ja, der ging ja ein und aus. Der hat meine Geschwister getraut, der hat meine Nichten und Neffen getauft. Also der war omnipräsent in der Familie und wurde von allen verehrt. Und wie war das, wenn Sie ihm begegnet sind? Neutral. Ich habe ihn irgendwie auf eine Art auch sogar gemocht. Ne? Also wir haben immer ab und zu uns noch getroffen, sind zusammen essen gegangen. Er hat gefragt, wie geht's dir in deiner Ehe, wie läuft das und so weiter. Also er wirkte immer sehr bekümmert und hat Anteil genommen. Ne? Aber nach dieser, ja, Entschuldigung.
Konnten Sie irgendwann mit ihm drüber sprechen, mit ihm das klären? Das kam dann später. Ich nehme an, dass wir da noch dazu kommen. Also es gab dann eine Konfrontation später, allerdings erst dann, nachdem ich realisiert hatte, dass das ein Missbrauch war, der da stattgefunden hat. Sie haben es ja schon angedeutet. Sie sind erst mal mit Ihrer Frau dann auch wieder auseinander. Ja, wobei ich noch mal sagen möchte, auch dass diese Ehe, glaube ich, insofern schon sehr, sehr, sehr gut war, dass sie mir auch wieder ein Stück Sicherheit zurückgegeben hat und dass ich überhaupt erst mal dieses Gefühl entwickeln konnte, ich bin geliebt, ich kann hier nützlich sein in dieser Familie. Eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe. Das war auch sehr, sehr wertvoll, glaube ich. Also das war jetzt, nachdem es natürlich auch eine Flucht war, aber es war auch sehr wertvoll für mich, glaube ich, und für meine Person. Als Sie dann 35 waren, haben Sie gerade gesagt, haben Sie eine Frau getroffen, die Ihnen erzählt hat, dass Sie von Ihrem Vater missbraucht wurde. Was hat das denn dann in Ihnen ausgelöst? Also es war nach der Trennung von meiner Frau so, dass ich merkte, vieles entwickelte sich ganz, ganz schön. Ich habe auch so, wie du gerade sagtest, so kann ich mein Leben leben. Ne? Also so möchte ich es eigentlich wirklich haben. Aber ich habe halt gemerkt, ich komme an ganz bestimmten Stellen, laufe ich immer von der Wand. Und das hatte alles mit meinem Körper zu tun. Da ging es um Ernährung, da ging es um Bewegung, da ging es natürlich um Sexualität. Und das war immer ganz schrecklich. Und als ich dann von dieser Frau erzählt bekommen habe, dass ihr Vater sie missbraucht hat und was es mit ihr gemacht hat, da fielen bei mir die Groschen markweise. Und ich habe gedacht, ach so. Und dann habe ich angefangen, habe mir Bücher gekauft, habe angefangen zu lesen, habe eine Therapie gemacht und so weiter, um überhaupt erstmal dahinter zu kommen, was mit mir da wirklich passiert ist. Also da ist Ihnen das erst so richtig bewusst geworden. Genau. Ab da war es ein Missbrauch. Da habe ich gesagt, ich bin missbraucht worden. Warum ist es so, dass es häufig so lange braucht? Ich glaube, es ist ja kein Einzelfall. Er funktioniert über zwei Mechanismen. Auf der einen Seite hat der Priester die Autorität erhalten. Nicht? Der hat da getauft. Ja. Und zum anderen war es Verdrängung. Mhm. Und oft muss man solche traumatischen Erlebnisse eine gewisse Zeit lang verdrängen. Mhm. Und erst dieser Auslöser mit dem Treffen dieser Frau hat ihn bewusst gemacht, da war doch viel mehr, als ich bisher gedacht habe. Also Verdrängung und Autorität, gebliebene Autorität. Und was war dann der Anlass zu sagen, ich gehe zu diesem Priester und konfrontiere ihn nochmal damit? Also es hat ein paar Jahre gedauert, der Aufarbeitung, der Therapie. Und dann war ich an einem Punkt, es war eine sehr schwierige Situation. Ich habe nach der Trennung von meiner Frau auch beruflich nochmal ganz neue Wege eingeschlagen. Das Geld war immer ein ganz, ganz großes Problem zwischen ihr und mir und natürlich auch zwischen mir und meinen Kindern. Und also es war wirklich, Sozialhilfe musste geleistet werden, damit es überhaupt irgendwie ging, dass sie über die Runden kam mit den Kindern. Und ich habe gedacht, naja, also jetzt konfrontiere ich ihn mal. Er muss jetzt mal wissen, was da passiert ist, wie ich das heute sehe. Und ich muss ihm eine Chance geben, irgendwas wieder gut zu machen. Und da hatte ich von vornherein auch gleich die Vorstellung, das kann in dem Moment, er kann es nicht wieder gut machen, aber er kann finanziell, könnte er helfen, weil ich wusste, er ist sehr gut situiert. Das wäre überhaupt kein Problem für ihn. Wie haben Sie das dann gemacht? Haben Sie sich getroffen? Oder? Ich habe ihn zu einem Essen wieder eingeladen, weil das immer noch vorkam. Also er war völlig ahnungslos und arglos. Habe mich in einem Restaurant mit ihm verabredet, wo wir uns auch öfter schon mal getroffen hatten. Und habe aber zur Sicherheit zwei Freunde von mir gebeten, dass sie mit im Raum sind, also dass die anonym, er kannte sie ja nicht, da sitzen als Sicherheit für mich, dass wenn irgendwas Schlimmes passiert, dass ich einen Zufluchtsort habe. Und habe dann vor diesem Treffen alles, was ich ihm sagen wollte, ich war damals rhetorisch noch nicht so gut drauf, wie ich es vielleicht heute bin, aber ich habe alles aufgeschrieben. Ich habe ihm einen langen Brief geschrieben quasi, wo ich alles reingeschrieben habe, was ich ihm sagen wollte, wie ich das heute sehe, was es mit mir gemacht hat, welche Schwierigkeiten damit verbunden sind und so weiter. Und habe ihm das dann zu lesen gegeben. Und er hat es gelesen und tief geseufzt und gesagt, dass du das jetzt heute so siehst, finde ich sehr schade. Du warst doch meine große Liebe. Hm. Ist aufgestanden und gesagt, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten und ist gegangen. Und eine Woche später hatte ich einen Brief von seinem Rechtsanwalt im Briefkasten, wo drin stand, bitte Kontakt zu Herrn, nur noch über mich. Und er hat mir quasi eine Art Schweigegeld angeboten, einen Mietzuschuss, so hat er das genannt, um mich quasi still zu halten, so nach dem Motto, du kriegst das Geld, aber nur wenn du nichts sagst. Und dann habe ich natürlich sehr, sehr wütend nochmal über den Rechtsanwalt zurückgeschrieben und gesagt, danke, diese Hilfe möchte ich nicht haben. Sie sind dann auch zum Erzbistum gegangen. Genau. Und dort sollte es dann ein Treffen geben dann auch. Das hatte man dann veranlasst mit Ihnen auch und dem Priester, dem Täter. Mhm. Dazu ist es aber nicht gekommen. Dazu ist es nicht gekommen. Also es sollte ein Treffen geben zwischen Bischof und dem Täter, um die Sache zu klären, nachdem ich sie angezeigt habe. Ja.
Und 3 Tage vor diesem Gespräch hat er sich einen Strick genommen und aufgehängt. Oh Gott. In welcher Situation haben Sie das erfahren? Ich habe einen Brief bekommen vom Bistum, wo das erstmal neutral drin stand. Wir müssen Ihnen leider mitteilen, dass er verstorben ist. Und ich dann nur telefonisch bei der Nachfrage natürlich dann, weil ich das schon, ich dachte, das kann jetzt kein Zufall sein, bei der telefonischen Nachfrage dann gesagt wurde, ja, es war ein Suizid. Und was waren da Ihre Gedanken, Ihre Gefühle? Ich war wütend, ich war enttäuscht. Ich habe gedacht, ja, jetzt ist er weg, jetzt gibt es überhaupt keine Chance mehr, nochmal irgendwie mit ihm drüber zu reden. Aber ich hatte auch eine Art Mitleid mit ihm, weil ich dachte, wenn das der einzige Ausweg ist, den du jetzt siehst, aus dieser Situation rauszukommen. Wir wissen heute mittlerweile, dass es mehrere Opfer gab bei ihm. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, aus der Situation rauszukommen, tust du mir auch irgendwie leid. Also wütend, enttäuscht, aber auch erschrocken. Ja. Ja. Was macht das mit Menschen, wenn jemand Suizid begeht, in dem Moment, wo man ihn eigentlich zur Rechenschaft ziehen möchte? Liebe macht blind. Sie haben ja, er hat ja gesagt, das war die große Liebe. Und ich glaube, es ist ja häufiger passiert, dass die gar kein Unrechtsbewusstsein hatten, sondern dass sie dachten, das ist Teil der Liebe. Ich gebe ihm Sicherheit. Ich mag ihn ja. Er mag mich. Wir streicheln uns. Ja. Und ich glaube, es auch dazu kam eben diese Verdrängung, dass man das gar nicht wahrhaben durfte. Und als dann die Realität, ihn mit der Realität konfrontiert haben, hat er keinen anderen Ausweg gesehen. Ja. Also das ist die einzige Chance. Weil es konnte, nachdem mehrere Leute das ja auch gesagt haben, ja, sah er das als einzige Chance, ja, um quasi Gesicht zu wahren, um sich nicht rechtfertigen zu müssen, Selbstmord. Ja. Sie engagieren sich heute gegen Missbrauch. Was machen Sie, was tun Sie? Ich bin mittlerweile Mitglied des Betroffenenrats vom unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Mhm. Der Bundesregierung und muss vielleicht aber den Weg dorthin noch mal ganz kurz schildern, wie ich dazu gekommen bin. Es gab vor 2 Jahren so einen Punkt in meinem Leben, wo ich was ziemlich Verrücktes gemacht habe. Und zwar habe ich für die Theaterpädagogische Werkstatt in Osnabrück ein Theaterstück für Schüler gespielt, 3., 4. Schuljahr, Mein Körper gehört mir, wo Kinder eben in 3 Schulstunden etwas über Ja- und Nein-Gefühle erfahren, wo sie lernen, ich darf auch Nein sagen, wo sie etwas lernen, was ist überhaupt sexueller Missbrauch. Mhm. Und wie kann ich Hilfe bekommen? Also ein ganz, ganz tolles Theaterstück, was eigentlich jedes Kind gesehen haben sollte. Und ich hatte Lust dazu, das einfach mal zu machen. Ich habe mich als Schauspieler zur Verfügung gestellt und bin 1 Jahr lang, das Schwierigste war das frühe Aufstehen, weil ich das nicht mehr gewohnt war, wirklich in die Schulen zu gehen und dieses Stück zu spielen. Und das war vielleicht der zweite Ruck, der zu diesem Thema durch mein Leben ging, dass ich gemerkt habe, ich kann was Gutes tun. Ich kann den Kindern heute was erzählen und was vorspielen und mit denen reden, damit denen das nicht passiert, was mir passiert ist. Weil wenn ich das damals gehabt hätte, dann wäre das nicht passiert. Ne? Aber ich hatte halt überhaupt, ich wusste nicht, was sind Gefühle, was sind meine Gefühle, darf ich Ja sagen, darf ich Nein sagen, das gab es nicht. Und durch diese Arbeit bei der Theaterpädagogischen Werkstatt bin ich an die Ausschreibung gekommen für den Betroffenenrat und habe mir das durchgelesen und dachte, da könntest du dich ja eigentlich mal bewerben, hatte aber natürlich überhaupt nicht die Ahnung, dass die mich auch wirklich nehmen wollen. Und ja, so ist es aber dann gekommen. Also ich bin dann zum Bewerbungsgespräch nach Berlin gefahren und siehe da, die wollten mich. Und seit Juni letzten Jahres bin ich Mitglied des Betroffenenrats. Das sind 18 Frauen und Männer, die ja ein ganz spezielles Erfahrungswissen eben haben, weil sie alle aus unterschiedlichsten Missbrauchskontexten kommen und die ihre Kraft dafür einsetzen, Betroffene besser darzustellen in der Öffentlichkeit, denen ein Gesicht zu geben, aber eben auch dafür zu sorgen, dass wir was dazu tun, dass Kindern heute das nicht passiert. Wenn Sie das so sagen, etwas tun, dass Kindern das nicht mehr passiert, wenn man zum Beispiel auch bei sexuellem Missbrauch in Familien hinschaut, oft trifft man ja da auf eine Wand des Schweigens. Ja. Warum ist das noch so? Es ist nach wie vor ein Tabu. Was passiert da? Also ich glaube, dass es ein ganz starkes Tabu ist und dass die Leute einfach vor diesem sehr, sehr Unbekannten, also wie bei meinen Eltern, die konnten sich es nicht vorstellen, dass man immer denkt, oh, sexueller Missbrauch an Kindern, hoffentlich nicht bei uns hier so. Das ist, glaube ich, der Grund. Und ich fände es so schön und so wichtig, dass wir diese Scham überwinden, dass wir ins Gespräch darüber kommen, überhaupt nicht irgendwie sensationsgeil oder so, sondern wirklich sehr sachlich ins Gespräch darüber kommen, weil wenn wir das täten, würde es den Tätern so viel schwerer gemacht,
weil die merken, da ist jetzt ein Gespräch im Gange, da können wir nicht mehr einfach, so wie das bei mir war, mit diesem Schweigen rechnen in den Familien und wir könnten so die Kinder viel besser schützen, weil das müssen wir als Erwachsene auch wirklich tun, auch wenn die vielleicht lernen, wie stark sie sein können, mit mein Körper gehört mir zum Beispiel, wir müssen ihnen trotzdem, wir müssen sie davor beschützen, die können das nicht alleine, die Kinder. Danke, dass Sie hier auch diesen Schritt gemacht haben und darüber geredet haben, das Schweigen gebrochen haben und all denen, die noch nicht das Zutrauen oder den Weg gefunden haben, vielleicht wieder einen kleinen Ruck gegeben haben, rauszugehen, darüber zu sprechen, andere zu informieren und auch Angehörigen zu zeigen, Schweigen ist nicht richtig, wir müssen hinschauen, wir müssen dagegen was tun. Genau, und ganz wichtig ist, dass die früheren Opfer die Botschafter sind und von ihrer Geschichte erzählen. Und das finde ich vorbildlich, dass das gemacht wird. Ja. Denn wenn ich das machen würde, als der mal kein Opfer war, dann wären das nur Argumente. Aber neben den Argumenten kommt da Emotionen rüber. Und ich glaube, man überzeugt Menschen durch seine Lebensgeschichte, die auch Emotionen neben den Argumenten anspricht. Insofern kann ich nur hoffen, dass möglichst viele diese Überwindung machen und sagen, ich versuche was zurückzugeben, denn sie sind ja mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen geheilt, aber sie sind so stabil, emotional so stabil, dass sie das machen können. Ja. Wir fragen uns ja heute, worauf noch warten. Und wir begrüßen jetzt in Wien nochmal einen Gast, der mitten in der Pandemie seinen sicheren Job aufgegeben hat und noch gar nicht genau weiß, wie es eigentlich weitergehen soll. Erstmal herzlich willkommen, Herr Machetti. Herr Machetti, Sie haben zunächst 10 Jahre als Journalist gearbeitet, unter anderem ja auch beim ORF. Wie kam es denn, dass Sie begonnen haben, sich mehr und mehr fürs Fliegen zu begeistern? Ich bin in das Fliegen eigentlich reingerutscht. Ich bin meistens in mein Leben, in die Dinge, die mir Spaß gemacht haben, reingerutscht. Eigentlich übers Tauchen. Ich war eine Zeit lang Tauchlehrer in Mexiko und hatte in der Tauchgruppe einen Gast dabei, der war Pilot, das war ein Kanadier. Und wir sind nach dem Tauchen zusammengesessen und ins Philosophieren gekommen, was macht denn jetzt mehr Spaß, Tauchen oder Fliegen? Was ist schöner? Und er hat gesagt, Fliegen. Also Tauchen ist cool, aber Fliegen ist noch toller. Und er hatte selber ein kleines Flugzeug und war mit dem auch sogar mal am Nordpol oder in der Nähe vom Nordpol unterwegs. Und hat dann gesagt, ich lade dich ein, komm mal mit und flieg mit mir eine Runde. Und ich bin dann zwar nicht mit ihm mitgeflogen, aber ich bin mit so einem kleinen Flugzeug das erste Mal dann auch daneben gesessen und mitgeflogen. Und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich mir gedacht habe, ursprünglich, ich mache jetzt mal den Privatpilotenschein. Und Sie haben dann ja auch irgendwann entschieden, ich will das Fliegen nicht nur hobbymäßig betreiben, sondern hauptberuflich. Können Sie sich noch erinnern, als Sie dann zum ersten Mal als Berufspilot so einen Flug angegangen sind? Wie war das? Ja, sehr aufregend war das. Das war ein unvergesslicher Moment mit einem Privatjet. Also ich bin ja nie Linie geflogen, sondern immer mit Privatjets. Und dann einfach einzusteigen, das erste Mal nicht am Simulator, sondern im wirklichen Flugzeug und die Schubhebel nach vorne und loszurollen und dann in ein paar Sekunden abzuheben, war einfach enorm. Also das war, ich glaube, das sind am Anfang in Wirklichkeit auch alle überfordert, das muss man auch sagen, weil es einfach so viel, da geht so viel ab in dem Moment. Aber schön. nun ist es ja manchmal so, wenn man ein Hobby zum Beruf macht, irgendwann kommt dann der berufliche Alltag ja auch. War das bei Ihnen auch so, dass dann die Faszination vielleicht doch ein Stück nachlässt? Also die Faszination vom Fliegen eigentlich nie. Es war tatsächlich so, dass mir jeder Flug bis zuletzt Freude gemacht hat, bis zum letzten Tag. Es ist auch jeder Flug anders. Es ist das Wetter anders. Es gibt immer andere Herausforderungen. Und auf der anderen Seite, was dann schon Routine wird, ist das Rundherum. Man kennt die Flughäfen. Man war dann schon zum 100. Mal in London oder in Nizza oder in Paris. Und das wird dann oft mühsam, weil es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber man ist dann doch oft immer im selben Hotel, irgendwo in Airport-Nähe,
hat oft nicht viel Zeit, kommt auch gar nicht in die Stadt rein, sondern bleibt dann draußen. Und da kommt dann schon eine gewisse Müdigkeit auf auch. Ja. Wie ist es bei Ihnen dann gewesen während der Pandemie? Das war ja für viele auch eine Zeit des Innehaltens. Welche Gedanken über Ihren Beruf und über Ihr Leben haben Sie sich in dieser Zeit gemacht? Ja, das war ein großer Einschnitt. Das ist ja alles wie ein Tsunami irgendwie über Europa und über die Welt gekommen. Und wir waren erstmals, also ich erinnere mich sehr gut daran, weil es war so dieser Mitte März, ein Samstag war es und ich war am Rückweg von London über Mallorca nach Wien. Und wir wussten einfach nicht, ob wir überhaupt noch zurückkommen. Dann war Cut und wir waren am Boden. Und in gewisser Weise war das auch dieses Rauskommen aus dem Hamsterrad und mal sehen, was passiert eigentlich so in unserem normalen Alltag als Piloten auch. Ne? Es gibt Aufzeichnungen von der Eurocontrol, dass 30.000 Flüge pro Tag über Europa finden statt. Und da habe ich mich dann schon auch gefragt, macht das Sinn? Und als da diese Zweifel gesät waren und sie dann wieder zurückkamen, irgendwann begannen ja dann wieder die Flüge, sogar mehr denn je, war da trotzdem eine Entfremdung dann da von Ihrem Job? Ja und nein. Also ich habe mich total gefreut, wie ich das erste Mal wieder nach einer langen Pause eingestiegen bin. Und dann waren so die ersten Handgriffe, fehlt so die Routine, aber sie ist dann auch schnell wieder da. Und dann sitzt man drinnen und fliegt wieder raus mit einer Wahnsinnsleistung von diesen kleinen Jets mit 30 Meter pro Sekunde oder noch mehr, steigt man darauf. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Und das wieder zurückzuhaben, war große Freude da. Aber gleichzeitig hatte ich eben schon auch das Gefühl, dass es nicht gut ist, einfach so weiterzumachen. Es war immer spürbar der Drang nach mehr. Ja, alle wollen mehr, auch die Chefs in der Firma, logischerweise Geld verdienen, Geld spielt eine große Rolle. Und da war eine gewisse Entfremdung da, ja. Es geht ja nicht nur ums Geld, sondern es geht auch um die Frage, was machen wir eigentlich mit diesem Planeten, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Flug zu einem weit entfernten Ort starten und vielleicht mit einem Passagier oder Sie holen jemanden ab und sitzen ganz alleine darin. War auch das ein Grund, der Sie hat zweifeln lassen? Ja, schon, weil das immer wieder vorkommt und weil das einfach eine Art von Luxus ist. Das ist zwar sehr angenehm für den Passagier hinten und es ist auch super angenehm als Pilot allein zu fliegen mit dem Flugzeug, weil man kann aufstehen kurz und hintergehen und hat das ganze Flugzeug für sich, ja, und so wie ein Spaßflug. Aber dass das natürlich, dass jemand dafür die Rechnung bezahlen muss, ist auch klar. Und dass das in Zeiten, wo der Amazonas-Regenwald gerodet wird und in Sibirien der Permafrostboden auftaut, nicht die beste Idee ist, das liegt auch auf der Hand. Wie fiel dann Ihr Entschluss, endgültig aufzuhören? Es hat sich dann einfach zugespitzt. Es war sehr viel zu fliegen. Also nach den ersten Wochen Pause sind die Menschen draufgekommen, Privatjet ist eine gute Option, wer sich's leisten kann. Durch die Gegend zu fliegen, Termine wahrzunehmen, ohne dicht nebeneinander sitzen zu müssen. Und es wurde auch sehr nachgefragt. Und folglich waren wir in dem Sommer sehr viel unterwegs. Und ich wusste teilweise nicht mehr in der Früh, wo ich eigentlich bin, wo ich aufgewacht bin, weil wir einfach 3-4 Legs pro Tag hatten und jede Nacht irgendwo anders waren. Ich habe dann schon das Gefühl gehabt, irgendwie ich gebe in dem Moment sehr viel. Man muss sowieso sehr flexibel sein in dem Beruf, zu dem Zeitpunkt noch mehr, gleichzeitig weniger Geld verdient wegen der Krise. Und meine Chefs waren auch sehr fordernd zu dem Zeitpunkt. Und dann gab es so eine Situation, wo ich schon zweimal den Dienst verlängert habe und
Dann kam die Anfrage, na, machst du uns noch den Flug auch? Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich jetzt nicht, weil meine Frau hat Urlaub und die wartet in Wien auf mich und wir wollten eigentlich wegfahren und die wartet schon seit einer Woche auf mich. Jetzt ist genug. Und das wurde dann ignoriert und ich war im Dienstplan dann eingeteilt für den nächsten Flug und dann habe ich gesagt, okay, danke, also jetzt ist genug. Dieser Entschluss, dann da aufzuhören in der Pandemie mit all den Ungewissheiten, mit denen wir jetzt alle leben, hat der und löst der vielleicht immer noch auch Ängste aus jetzt bei Ihnen, wie es weitergeht? Ja, das war lange Zeit, hat mich das begleitet. Also das war natürlich keine leichte Entscheidung. Zum einen, weil mir das Fliegen nach wie vor Spaß macht. Und ich habe mich schon gefragt, ob das der richtige Schritt ist. Und dann gibt es eben so die Momente in der Nacht, wo man wach liegt und sich denkt, was wirst du denn jetzt machen eigentlich? Mhm. Das Leben kostet Geld, womit wirst du es verdienen? Aber ich bin sehr froh, weil ich jetzt einfach einen Weg gefunden habe, der mir sehr viel Freude macht und mich selbstständig gemacht habe mit einer Firma. Und bin da, glaube ich, auf einem guten Weg. Bevor wir zu diesem Weg kommen, Herr Frey. Ist ein dauerhafter Bruch? Bitte? Ist es ein dauerhafter Bruch mit der Fliegerei? Ein endgültiger Bruch mit der Fliegerei? Ja, also beruflich werde ich nicht mehr einsteigen. Ich werde sicher hin und wieder mal hobbymäßig fliegen, aber das als Hauptberuf ist vorbei. Ja. Sie haben gesagt, Sie haben da gelegen und wussten nicht, wie soll es denn eigentlich weitergehen? Was gehört dazu, einen Absprung zu wagen? Ohne Netz, ohne doppelten Boden. Also zunächst wollte ich noch mal sagen, ich fand den Prozess interessant. Begeisterung fürs Fliegen. Und es war ja auch mehrere Jahre. Und dann kamen zwei kritische Faktoren dazu. Einerseits fühlten sie sich total ausgebeutet zu dem Meer und haben dann auch die Frage gestellt, ist es eigentlich sinnvoll, was ich mache? So, und dann hört er auf, weil er sagt, ich kann mich damit überhaupt nicht mehr identifizieren. Und anscheinend war dieser Leidensdruck viel größer als eine Absicherung. Wir hatten ja keine konkrete Absicherung, vielleicht unausgegorene Pläne. Und das passiert dann, wenn die Leute sehen, es passt nicht mehr zu mir. Der Preis ist zu hoch, dieses Leben weiterzuführen. Und es ist mir egal, was anschließend kommt, viel schlechter kann es nicht sein. Denn ich kann mit dem Status quo nicht mehr leben. Ja? Und wahrscheinlich haben sie so viel Selbstvertrauen, dass sie sagen, auch wenn sie keine konkreten Pläne hätten, das wird irgendwie doch wieder gut werden. Aber sie können jetzt besser schlafen, weil sie sagen, ich habe auch Verantwortung für diesen Planeten. Und ich muss nicht alles mitmachen, was hier gefordert wird. Herr Nopper, wenn ein Freund zu Ihnen kommt und in diesen Zeiten einen sicheren Job aufgeben will, würden Sie sagen, Mensch, denk vielleicht noch mal drüber nach? Ja, ja? Würde ich ihm sagen. Ja? Und würden Sie sich sowas vorstellen können? Wären Sie so ein Typ, der sagen könnte, ich verlasse meinen Job ohne irgendwie zu wissen, wie es genau weitergeht? Das kommt auf die Situation. Mhm. Also jetzt meine Situation für die OB-Kandidatur in Stuttgart war eine völlig andere. Aber wir haben jetzt gerade eben von krisenhaften Situationen gehört. Wir haben von einem Druck, enormen Druck gehört, den der Herr Marchetti meistern musste. In so einer Situation ist es vielleicht anders. Können gerade Pandemiesituationen uns auch dazu führen, dann ins Handeln zu gehen? Absolut. Ja? Also man redet ja viel Schlechtes über diese Pandemie, aber diese Pandemie hat auch eine Riesenchance, Hamsterrad anzuhalten und noch mal innezuwerden, ist das mein Leben? Welche Chancen ergeben sich? Welche Optionen? Welche Möglichkeitsraum gibt das? Ja? Und das ist eine Chance für die Universitäten, für die Firmen, für jeden Einzelnen darüber nachzudenken als Chance. Sie hatten ja auch diesen einen Punkt, dass Sie sagen, es gab diese Trennung. Aber ist es dann, Sie haben den Prozess angesprochen, würden Sie sagen, es ist im Endeffekt doch das eine, das zum anderen kommt, das dann zu solchen tiefgehenden Veränderungen führt, wie Sie sie erlebt haben? Ja, ich denke schon, dass das so ist. Dass es, ich glaube, einfach so einen Punkt gibt, wo man sagt, jetzt mag ich nicht mehr mitmachen. Und das kann so ein Wertesystem sein, was man hat, ne? wo man merkt, da stimmt was nicht. Bei mir war das im Job auch ganz viel mein Wertesystem, also diese Sinnsuche, also einen Job zu haben, wo man sagt, am Abend
für was ist denn das eigentlich? Also das hinterlässt einfach so eine Leere. Mhm. Und das gibt einem schon einen Drive, das zu tun. Herr Machetti, Sie haben eine Frau, Sie haben zwei erwachsene Kinder. Wären Sie denn diesen Schritt auch gegangen, wenn die beiden Kinder noch ganz klein gewesen wären und da der finanzielle Druck vielleicht noch größer gewesen wäre? Ich glaube schon. Ich bin sehr froh, dass meine Frau mich von Anfang an total unterstützt hat in der Entscheidung und da wirklich sehr cool reagiert hat. Aber was mir auch wichtig ist zu sagen, ist, ich glaube, es tut sich momentan in der Welt so viel. Die ganze Welt verändert sich so stark. Dass letztlich sind wir alle gefordert und es braucht sich keiner der Illusion hingeben, dass es beruflich ganz straight weitergehen wird. Ich glaube, es wird kein Zurückgeben nach Corona in die Welt, wie sie vorher war. Und da wird es dann sehr spannend, weil zum einen viele festhalten aus Angst und gar nicht rauskommen. Und Angst lähmt ja. Die Sufis sagen, hinter der Tür, vor der du dich am meisten fürchtest, liegt dein größter Schatz verborgen. Und ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Also wenn man diese Schwelle nimmt, dann tun sich Türen auf und dann erfährt man was über sich und man kommt in eine Freiheit rein. Und das ist ein total spannender Prozess, nämlich das zu finden, was wirklich seins ist. Also da geht es um Transformation und das ist auch das, wo ich also genau in diese Kerbe jetzt auch beruflich schlage und das ist ein total spannendes Feld und da können Sie Menschen richtig glücklich machen, weil die finden dann das, was sie antreibt und die gehen dann auch ganz anders auf Jobsuche. Dann erzählen Sie uns doch mal, jetzt sind wir alle neugierig geworden hier, was ist denn Ihres? Was meinen Sie's? Ja. Was ist denn Ihres? Was treibt, was machen Sie denn jetzt, wenn Sie sagen, Sie haben es endlich gefunden? Ich unterstütze, es hat sich einfach ergeben auch. Also es war nicht war kein bewusster Prozess, sondern ich bin auch da reingerutscht. Und es ist genau das, es ist genau dieses, weil ich es eben erlebt habe gerade, die Menschen zu begleiten in genau dieser Phase, wo sich etwas ändert und sie unterstützen da, wo sie Nächte erleben, in denen sie wach liegen und Angst haben. Und zu sagen, okay, ich kenne das. Ich habe das selbst gerade durchgemacht. Aber schaut es euch an. Ich glaube, es ist auch wichtig, zum Beispiel mal eine Pause zu machen und ein bisschen Zeit vergehen zu lassen und nicht sofort auf den nächstmöglichen Job drauf zu hüpfen, weil dann kommt man gar nicht dazu, auf diese innere Stimme zu hören, die so wichtig ist. Und für mich ist es eben das, andere Menschen dorthin zu führen. Herr Marchetti, vielen Dank. Man sieht, dass manchmal ein von außen betrachtet vielleicht Schritt zurück ein großer Schritt nach vorne sein kann. Denn Sie haben offensichtlich den Weg gefunden, der zu Ihnen passt. Und nach dem, was wir heute schon gehört haben, ist das ja mit die Hauptsache. Und Ihnen weiterhin alles Gute. Und von uns allen herzliche Grüße nochmal nach Wien. Vielen Dank, Herr Marchetti. Herr Nopper, Sie machen, danke. Sie machen derzeit ja keinen Schritt zurück beruflich, sondern eher einen Schritt nach vorne. Sie wurden im November zum Oberbürgermeister von Stuttgart gewählt. Wir haben aber jetzt auch immer wieder gehört, oft sind es ja auch Brüche, die plötzlich neue Perspektiven entwickeln, die uns neu aufs Leben schauen lassen, die uns auch weiterbringen. Haben Sie im Leben eigentlich schon mal einen richtigen Bruch erlebt? Nein, habe ich nicht erlebt. Und bei mir war die Situation auch eine völlig andere als die Situation, die wir vorher gehört haben. Es war keine Situation der Krise, des Leidensdrucks oder der Unzufriedenheit. Ich habe diese Kandidatur in Stuttgart gemacht aus einer Situation der tiefen Zufriedenheit sogar. Dann lernen wir Sie doch mal kennen und versuchen auch mal zu ergründen, woher diese tiefe Zufriedenheit denn kommt. Welche Werte haben Sie von Ihren Eltern zum Beispiel mitbekommen? Unter anderem den Wert, dass man sich um die öffentlichen Dinge kümmern sollte, um die Allgemeinheit kümmern sollte, um das örtliche Gemeinwesen Verantwortung übernehmen. Auch für andere, Verantwortung für die Gesamtgemeinschaft, aber auch Verantwortung übernehmen in der Familie. Wir waren
jetzt, ich habe nicht vier Geschwister, aber immerhin drei Geschwister und hatte auch eine ältere Schwester und zwei jüngere Brüder. Und da für die, insbesondere für die jüngeren Brüder musste man schon auch Verantwortung übernehmen. Nun ist es so, nicht alle Ihre Geschwister sind in der Politik gelandet, aber man muss schon sagen, dass Sie sehr in der Tradition Ihrer Vorfahren leben. Ihr Vater war zum Beispiel auch in der Politik als Stadtrat. Er hatte eine Banklehre gemacht, wie Sie. Er hatte Jura studiert, wie Sie. Und er hat auch als OB, als Oberbürgermeister in Stuttgart kandidiert, ist da allerdings im zweiten Wahlgang gescheitert. Haben Sie sich ganz bewusst für ein Leben in seinen Fußstapfen entschieden? Nein, das hat sich so ergeben. Ich habe schon als kleines Kind dann Berührungen gehabt zu Politikern. Ich erinnere mich, da war ich 6, kam Ralf Dahrendorf. Viele werden ihn kennen, war später dann Staatsminister im Auswärtigen Amt unter Walter Scheel. Und der hat damals kandidiert, 1968, da war ich 6 oder fast 7, für den Landtag von Baden-Württemberg und hat kandidiert in dem Filderwahlkreis Stuttgart 2. Und er kam zu uns nach Hause und ich weiß noch wie heute, wie wir Kinder gewartet haben, hinter dem Gartenpfosten stehend und uns wurde gesagt, da kommt ein Soziologieprofessor aus Konstanz, der will Politiker werden, der will Landtagsabgeordneter werden und das hat mich tief beeindruckt und mir wurde dann aufgetragen bei diesem Mittagessen, dass ich dann Prospekte zu verteilen hätte, damals für die FDP DVP und die Prospekte habe ich verteilt und habe sie gehütet wie meinen Augapfel und Ralf Dahrendorf kam auch in den Landtag mit meiner Hilfe, ging dann allerdings ein Jahr später, als es zur sozialliberalen Koalition in Bonn, damals noch in Bonn, kam, nach Bonn und wurde Staatsminister. Aber das heißt, dieses Milieu, das Leben in und mit der Politik, wurde Ihnen ja schon in der Familie auch vorgelegt. Richtig. Ihr Großvater war doch Schultheiß. Oder? Einer meiner Urgroßväter war Stadtschultheiß in Cannstatt und einer meiner Urgroßväter war königlich-württembergischer Regierungspräsident des Neckarkreises. Nun ist es ja so, Sie sind... Darf man hier in Baden auch sagen. Ja, also. Sie dürfen hier alles sagen, ja. Übrigens. Sie sind ja anders als andere trotzdem auf diesen Spuren geblieben. Sie haben ja gesagt, Sie haben da schon die Faszination gespürt. Ja. Nun gibt es ja auch Menschen, die können es gar nicht abwarten, was anderes zu machen als die Eltern. Auch so ein bisschen in die Revolution zu gehen, in die Rebellion. Hatten Sie so eine Phase auch mal durch, Frisur, Lebensstil, Klamotten, dass Sie mal dagegen gehalten haben oder waren Sie eher immer der Mustersohn? Also meine Geschwister haben zum Teil rebelliert, sehr stark rebelliert, insbesondere meine Schwester, aber auch einer meiner Brüder hat das ganz anderes gemacht, der ging an die Kunstakademie und hat alle konventionellen Disziplinen am Gymnasium mehr oder weniger negiert und hat sich allein auf dieses Feld der Kunst gestürzt und da war er auch wirklich stark, ist auch auf Anhieb an der Kunstakademie angenommen worden. Ja, also so eine leicht rebellische Phase hatte ich schon auch, aber wirkliche... Wie hat sich die denn ausgewirkt? Das interessiert einen schon. Das leicht rebellische. Ja, ich habe nicht immer das gemacht, was meine Eltern von mir wollten. Aber Sie haben ja studiert, Sie haben ja dann in Tübingen und in Speyer studiert. Da muss man sagen, Tübingen, das ist so 45 Kilometer von Stuttgart entfernt, Speyer so 135 Kilometer. Hatten Sie denn auch mal den Wunsch, Berlin? Köln, Hamburg oder ins Ausland zu gehen? Ja, das habe ich gemacht. Während des Referendariats war ich 3 Monate in einer großen Anwaltskanzlei in New York City. Und seit dem Zeitpunkt weiß ich, dass ich mich auch in der großen, weiten Welt zurechtfinde und dass ich das auch liebe. Aber es ist schon richtig analysiert. Zunächst wollte ich das nicht. Mhm. Zunächst wollte ich im vertrauten Tübingen, ist ja nahe, Sie haben es gesagt, 50 Kilometer, eher 45 Kilometer, wollte ich im vertrauten Umfeld bleiben und nahe bei der Familie sein. Erst später kam dann dieser Wunsch, auch was anderes zu erleben und ich habe es geliebt, dann das andere. Also die große Stadt wie New York. Herr Frey, interessant ist ja, Ihr Vater war auch Bürgermeister
im Schwarzwald in Baiersbronn. Warum sind Sie nicht wie Herr Nopper auf den Spuren Ihres Vaters gewandert und gewandelt und jetzt auch in der Politik? Mein Vater wollte, dass ich Bürgermeister werde. Ja? Er wollte unbedingt, dass ich die Verwaltungslaufbahn mache. Ich wollte aber dann Theologie studieren, weil meine Mutter, als ich 13 war, Krebs hatte. Und dann wollte ich Theologie studieren. Bin aber in Tübingen nicht angenommen worden, weil ich die drei alten Sprachen nicht kannte. Dann habe ich gedacht, bevor ich die lerne, mache ich Sozialwissenschaften. Aber ich habe von meinem Vater übernommen, was Sie auch hatten, die Verantwortung. Mein Papa sagte mir immer, Vorbild, Verantwortung, Verpflichtung. Ja? Ich darf niemanden täuschen, ja, sondern ich muss Verantwortung übernehmen. Also genau dasselbe. Und das habe ich später dann als Wissenschaftler übernommen. Ich wollte die Welt erklären und verbessern. Jetzt nicht mehr als Theologe, ich bin irgendwann vom Glauben abgefallen. Aber die Verantwortung, die Sie hatten aus Ihrem, und Ihr Elternhaus hat Sie ja geprägt. Ja. Nicht? Und deshalb haben Sie auch nicht so rebelliert, wie man hätte rebellieren können. Ich habe übrigens auch nicht rebelliert, sondern ich war der angepasste Sohn. Aber weil mein Vater mir sagte, als Sohn vom Schuldes hast du Verantwortung. Wobei ich sagen muss, es war Rötschönegrind, das ist ein Teil von Baiersbronn, heute gehört es zu Baiersbronn. Okay. Bleiben wir bei Ihren Werten, Herr Nopper. Ihre Frau ist gelernte Wirtschaftskorrespondentin. Sie haben sie kennengelernt beim einem Sommerfest der CDU-Gemeinderatsfraktion. Das klingt jetzt auch nicht so wie Gegensätze ziehen sich an. Ja, also haben Sie auch dort das Vertraute, das Gemeinsame in den Werten gesucht? Kann man das so sagen? Ja, ich glaube, das kann man so sagen, ja. Ja? Es gibt ja auch die Kritik an Politikern und Politikerinnen, dass in der Politik generell es zu häufig diese stromlinienförmigen Lebensläufe gibt. Ich studiere Jura, ich bin in der Politik. Und brauchen wir nicht auch Politiker mit ganz anderen Ansätzen, die ganz woanders herkommen, aus ganz anderen gesellschaftlichen Bereichen? Nee, gut, ich war ja lange Zeit auch in anderen Feldern tätig. Ich war ja nicht immer oder nicht von vornherein in der Politik so nach dem Motto Kreissaal, Hörsaal und dann Parlamentssaal, sondern ich war ich war bei der Bundeswehr, ich habe diese Banklehre gemacht. Ich habe dann, die Bundeswehrzeit war schon durchaus prägend. Also man muss erst mal klarkommen mit sechs anderen auf einer Stube. Da lernen sie viel in der Sozialisierung. War dann im Jurastudium, habe dann erst mal ganz normale Brotberufe gehabt, bevor ich Wahlbeamter wurde, bevor ich Oberbürgermeister wurde einer großen Kreisstadt. Also ich war 40, als ich Oberbürgermeister wurde. Und davor war ich wirklich im richtigen Leben, im normalen Leben. Sie waren dann von 2002 an Oberbürgermeister von Backnang. Hätten das auch jetzt bis 2026 bleiben können, wussten auch, ich könnte da bleiben, auch wenn es in Stuttgart nicht klappt. Aber wir fragen uns ja heute, worauf noch warten. Diese Kandidatur in Stuttgart, wenn ich die Geschichte kenne, dass Ihr Vater dort kandidiert hat, es nicht geschafft hat, sich diesen Traum nicht verwirklichen konnte, Sie jetzt quasi in seinen Fußstapfen diesen Weg gehen. War das etwas, worauf Sie gewartet haben? Nein, ich würde jetzt das auch nicht überbewerten, dass mein Vater vor vielen, vielen Jahren, 1966 war das übrigens, 1966 damals gegen Arnulf Klett kandidiert hat. Er hat damals einen großen Achtungserfolg erzielt mit 39,5% der Stimmen, gleich wie später Peter Konradi gegen Manfred Rommel, sogar ein bisschen mehr als Rezzo Schlauch gegen Wolfgang Schuster erreicht hat. Ich glaube, das hat nicht die entscheidende Rolle gespielt. Für mich hat nicht die Rolle gespielt, dass ich gesagt habe, ich will in meiner Geburts- und Heimatstadt was gestalten. Ich will vielleicht sogar in meiner Geburts- und Heimatstadt was zurückgeben, weil ich dort sehr viel Positives und Gutes erfahren habe. In meinem Elternhaus, in Vereinen, in den Schulen. Man merkt ja, wie unterschiedlich Lebensläufe sein können. Ne? Es gibt Menschen, die suchen auch den Aufbruch, die gehen an neue Ufer. Und andere, die suchen eher einen Weg, der ja trotzdem herausfordernd sein kann, aber nah bei der Heimat, nah bei den Werten, die immer schon ihre waren. Woran liegt es eigentlich, dass die einen den Weg gehen und die anderen den anderen? Das ist so abhängig von welchen Optionen habe ich eigentlich und welche Optionen passen zu mir.
Und vermutlich würde ich jetzt Ihnen recht geben, dass schon unterbewusst auch der Wunsch war, der Traum, den ja Ihr Papa hatte, vielleicht doch selber auch mal zu versuchen, auch wenn Sie jetzt das nicht so klar sagen. Aber man hat dann eher auch den Möglichkeitsraum gesehen. Also die Entscheidung ist, welche Ziele, welche Optionen setze ich mir? Und es war ja naheliegend, dass Sie, das für Sie war ja das auch ein Traum und auch ein Aufstieg, muss man ja, ganz klar sagen. Ja, klar, das stimmt. Und hätten Sie das nicht gehabt, hätten Sie sich wahrscheinlich auch nicht beworben, wenn Sie da nicht Chancen gesehen hätten. Aber also, es war kein verkrampftes dran festhalten. Das musst du ja auch. Ist klar. Kleine Anekdote, mein Vater ist 2016 verstorben, im Alter von 93. Und ich glaube 2014 oder 2013, da war ich schon über 12 Jahre oder 13 Jahre Oberbürgermeister in Backnang, hat er bei mir angerufen und hat gesagt, er wolle die Ordner für die Oberbürgermeisterwahl, die er da noch habe, für die Oberbürgermeisterwahl 1966 wegschmeißen. Ob er sie wegschmeißen solle oder ob ich sie haben wolle. Und? Dann habe ich gesagt, nee, er soll sie mir geben. Er soll sie nicht wegschmeißen. Ja. Tradition. Ja. Und das ist nichts Schlechtes. Ja? Ja. Das ist, wie Sie sagen, es gibt so, und jeder Mensch hat einen anderen Lebensentwurf. Und wichtig ist, dass man genau dieses akzeptieren. Also, dass die Bevölkerung dieses akzeptiert, dass jeder die Chance hat für sein eigenes Leben. Ja. Und wie sehr kommen Ihre Söhne Franz Ferdinand und Karl Alexander auch nach Ihnen? Also, die beiden haben, wie auch meine Frau, extrem geholfen im Wahlkampf, sind da wirklich unglaublich hinter mir gestanden. Ich sage jetzt mal so, in schwachen Momenten von mir waren die sogar motivierter als ich selbst. Und die beiden, also der eine hat gesagt, er kann sich das sehr gut vorstellen, Bürgermeister. Und Banklehre, glaube ich, und so in Richtung Jura? Ja, der eine studiert jetzt Jura und der andere wird jetzt wohl erstmal eine Ausbildung machen bei einer Bank, in der Tat. Aber er hat gesagt, er kann sich das auch nach dem Wahlkampf, der ja durchaus nicht einfach war und wo man mit Kritik konfrontiert wird, es gibt unangenehme Momente in so einem Wahlkampf, hat er gesagt, er kann sich das auch nach dem, was er jetzt so in als OB-Sohn, wie Sie als Bürgermeistersohn, erlebt hat, kann er sich das durchaus vorstellen. Aber er muss noch ein bisschen warten, er ist erst 19. Welchen Wert hat trotzdem ein Leben in der Beständigkeit? Für mich hat es einen großen Wert. Ja? Mhm. Für mich hat es einen großen Wert und ich würde auch nicht anders leben wollen, als in dieser Beständigkeit. Weil Sie leben ja trotzdem ein anderes Leben als Ihr Vater und Ihr Großvater. Ja, klar. Sie sind zwar in der Tradition von Verantwortung, Verpflichtung, aber das bedeutet heute was ganz anderes als vor 30, 40 Jahren. Richtig, ja. Richtig. Und das ist mir auch wichtig, diese Freiheiten, die wir Gott sei Dank in unserem privilegierten Leben haben, ganz neu zu beginnen, ja, oder in der Tradition der Eltern und Großeltern zu arbeiten und sich dazu selbst zu verwirklichen. Ja. Vielen Dank auf jeden Fall, Herr Nopper, für Ihren Besuch, dass wir Sie etwas kennenlernen konnten. In der Tradition von Ihren Eltern bis zu Ihren Söhnen. Gerne. Frau Neumann, Sie wohnen auch schon lange in einer Gemeinde in Bayern. Aber Ihre Geschichte zeigt auch, dass ein Loslassen auch ein Anfang sein kann. Sie haben viele Jahrzehnte in einem Bauernhaus gelebt, 270 Quadratmeter. Holen Sie uns mal rein, was war das für ein Haus? Beschreiben Sie mal. Ich sehe gerade, wir sehen auch ein Foto. Was war das für ein Haus? Ein schönes, altes, schwäbisches Bauernhaus. Das mit der Front zur Straße steht, die Straße ist lang und dann geht es nach hinten mit den Wohnräumen und dann der Stall, der ehemalige. Und wir haben das ganze Haus dann als Familie bevölkert. Dann war es halt nicht mehr Stall, ein Teil des Stalles war dann Bad und die Tennen oben sind dann als Wohnräume ausgebaut worden. Also es war für die Familie, ich habe zwei Kinder und war zu der Zeit auch verheiratet, war es ein wunderbarer Lebenssitz. Also ich habe mir nichts anderes gewünscht. Und auch die ganze Familie zu dem Zeitpunkt hat sich nichts anderes gewünscht. Die Kinder sind aufgewachsen wie im Paradies, mit vielen, vielen Tieren, mit vielen Apfelbäumen. Und ja, ich fand das ganz, ganz toll. Also Sie haben das Leben auch genossen. Und sehr. Würden Sie sagen, Sie waren gleichzeitig auch immer für die anderen auch mit da? Ja, das schon, klar. Das waren ja Wunschkinder und dann haue ich ja gerade nicht dann ab, um mich selbst zu verwirklichen. Ja. Das verstehe ich nicht als Freiheit. Ja. Na, an was ich immer gearbeitet habe, immer, und mir ist es so auch bewusst geworden bei den Gesprächen hier, ich bin von meinem Inneren so angelegt, dass mir die Freiheit so wichtig ist und dass ich immer ganz schwer in ein Schema zu pressen war. Das ist weder positiv noch negativ, das ist einfach so. Zum ersten Mal in meinem Leben ist mir gerade eingefallen, als ich gedacht habe, oh, jetzt muss ich was ändern, jetzt passt deine Situation nicht mehr.
Ich saß mit meiner Mutter als kleines, zartes, manchmal kränkliches Kind bei der Ärztin, die man damals so hatte. Das war so ganz so ein besonderer Geruch mit so alten, großen Möbeln. Und dann habe ich zugehört und nur einen Satz aufgefangen. Ja, die müssen wir jetzt ins Kloster stecken, weil die ist nicht lebenstüchtig. Die kann so nicht bleiben. Ups. Dann habe ich zum ersten Mal geredet. Das war so kurz vor der Einschulung und geredet für mich. Sonst war mir die Welt nicht so wichtig. Ich fand, die sagen immer alle Sachen, die mich nicht interessieren oder das ist eh nicht mein Weg. Oder ja, und dann habe ich gesagt, nee. Ich gehe nicht ins Kloster. Das mache ich nicht. Das war zum ersten Mal so ein Satz, wo es weiterging. Und Position so. Für sich selbst ja. ergreifen und klar sagen, was ich will. Genau. Und Sie haben ja dann, und das haben Sie ja auch klar gesagt, ein absolutes Leben nach Ihrem Geschmack geführt, ja. mit der Familie, mit genau. den Kindern. Und Sie sagen ja selbst, es gibt im Leben immer wieder Veränderungen. Ja. Auch Sie haben diese Veränderungen erlebt. Es gab ja. eine Scheidung. Irgendwann waren die Kinder dann aus dem Haus. Genau. Wie sah dann das Leben in diesem Bauernhaus aus, das Sie ja auch so als Ort der Familie beschrieben haben? Wie war dann Ihr Leben dort? Also wenn ich da in einer Ecke in meinem Schlafzimmer gelegen habe, dann denke ich, ich bin so kleine Ameise und da draußen ist die Welt zu groß und ich muss die Welt heizen, ich muss die Welt instand setzen, ich muss, war den ganzen Tag. Obwohl es eine schöne Welt war für diese Zeit, aber ich bin immer so in meinem Leben gewesen. Alles hat seine Zeit. Und wenn ich denke, es passt jetzt nicht mehr für mich, in diesem Fall mit dem Hauswechsel, weil es eine Überforderung war. Ich habe es nicht mehr genießen können. Erzählen Sie mal, worin bestand die Überforderung? Was mussten Sie da alles machen? Ja, 270 Quadratmeter erstmal nur rein zu saugen, sauber zu halten, Fenster zu putzen und so, diesen ganzen üblichen Kram. So viel Geld, dass ich dann Haushaltspersonal haben konnte, habe ich nicht verdient. Und ja, und ich wollte es einerseits auch nicht verkommen lassen. Und dann das alte Haus wurde über Jahre und Jahrzehnte ja immer weiter gerichtet. Wir haben das ja in einem alten Zustand gekauft. Und dann musste und sollte ich das ja und jetzt in meinem Alter ja auch weiter instand halten. Ich wollte aber nicht mehr so viel arbeiten, dass ich alles im Haus machen muss. Und dann fängt man da an und bis man da hinten ist, kann man wieder von vorne. Ja, genau, und der Garten. Wie kam dann so ein Wunsch, also dazu die finanzielle Situation, dass Sie sich gesagt haben, Mensch, das kostet ja auch was, das Heizen und alles, was dazugehört. Ja. Und wann kam dann dieser Wunsch, der konkrete Wunsch nach einer Veränderung auf? Also der kam mit dem Großwerden der Kinder ja schon, nachdem mein Sohn, meine Tochter eigenes Leben hatten in ihren Berufen, in ihren Ausbildungen und so weiter und dann nur noch sporadisch zu Hause waren, weil der Sohn wohnt in München, die Tochter hat ihr Leben einfach auf eine andere Art gut auf dem Laufen und dann war für mich die Frage, ja Mai, für wen halte ich das einfach? Mhm. Wenn jetzt ein Felix anruft, kommt Rasenmähen zur Mama, dann sagt er, du Mama, ich habe jetzt echt keine Zeit. Also das geht halt so nicht. Und ich wollte wieder ich sein und das ging aber in dem Haus nicht mehr. Und dann war für mich der Punkt, ja, wo es klar war, jetzt musst du es anders machen. Und dann kam nochmal ein kleiner Punkt. Meine Tochter kam dann irgendwie privat in ein bisschen Schwierigkeiten, sodass sie nochmal mit heim nach Hause kam mit dem Kind. Dann waren meine bis dahin fertigen Pläne für ein Mini-Haus nicht so, wie ich es jetzt habe, sondern ein bisschen anders mit der Praxis nur und so. Aber sehr, sehr, sehr klein. Und die waren dann wieder im Schreibtisch verschwunden, weil jetzt war ja das Kind da und das Kind in Not wollte ich nicht. Da wäre ich nicht glücklich geworden, wenn ich gesagt habe, nee, du, ich ziehe gerade aus, ich habe gerade verkauft, da kannst du jetzt nicht kommen. Da geht es ja nicht ums Rasenmähen, sondern da geht es ja um mehr. Da geht es um eine Lebenssituation und die konnte so nicht stattfinden. Und dann nach 2 Jahren kam meine Tochter ganz vorsichtig zu mir und hat gesagt, du Mama, bist du mir böse, wenn ich ausziehe? Und ich, endlich! In mir hat's getobt, gehüpft, gemacht. Sag ich, aber Kindlein, ich freue mich doch, wenn du in dein Leben wieder gehst. Ja, und am nächsten Tag habe ich die Immobilienmaklerin angerufen und zack, bumm, in einem halben Jahr war das Haus verkauft, das neue bestellt. Und wie kam sie denn auf die Idee, an so ein Tiny House zu denken? Ja, ich habe dann halt umgedacht und irgendwo kam ein Prospekt im Briefkasten, auf dem ein Tiny House auf Rädern war. Und oh, das ist ja genau das, was ich brauche. Das ist ja genau das, was ich brauche. Und das hat halt dann noch ein bisschen warten müssen, bis die Familie soweit war. Und dann ging das
dann ging das wirklich, also ich habe es für mich wie ein Film erlebt. Der Film ist gelaufen und ich stand immer, aha, aha, aha. Aber wie also, schwer war das auch? Ich meine, hat da nicht, wie lange haben Sie dann in dem Bauernhaus gelebt? Exakt 40 Jahre beim Auszug. 40 wow. Jahre. Ich meine, wie viel Leben steckt dann auch in diesem, in diesen Räumen? Wie viel Erinnerung, wie viel? Das habe ich alles im Herz nicht. Da steckt nur Dankbarkeit drin. Danke, dass ich das alles haben durfte. Es ist so toll, meine Kinder großgezogen. Ich habe sie ja dann allein großgezogen, konnte die Praxis drin haben, dass die nie allein sein mussten. Und es war nur Dankbarkeit. Es war nur Dankbarkeit mit so viel Freude. Boah, ich habe es verkauft und jetzt ist so eine tolle Familie drin. Was ist denn aus den Dingen, aus den Gegenständen geworden, die Sie vielleicht an Ihre Eltern oder an andere wichtige Menschen erinnert haben? Also Dinge, die nicht ins Tiny House passen, habe ich meiner Schwester gegeben, die aus der Familie sind, so wie die Zither vom Papa oder sowas halt. Und da weiß ich ja, dass es gut aufgehoben ist. Und ich bin eh ein Mensch, der loslassen lieber mag als sammeln. Klar habe ich auch mal gesammelt. Meine Kinder haben mir ausgelacht, Mama, das 25. Glas brauchst du jetzt nicht mehr. Aber das ist nicht der Punkt. Das hat mir eigentlich nur Freude und Dankbarkeit bereitet, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ich bin jetzt hochglücklich mit der Familie, die drin wohnt. Das ist schön, wenn Sie das sagen können. Und schau mir das an, jetzt, wow, da habt ihr umgebaut, aha, da habt ihr geweißelt. Sie können sich mitfreuen. Ja, und toll. Wie, klar. Ich meine, Sie strahlen ja. Es gibt, glaube ich, viele andere, die in einer ähnlichen Situation sind. Entweder nicht mehr zusammen mit dem Partner, die Kinder aus dem Haus oder der Partner verstirbt. Das große Haus oder die Riesenwohnung. Und man weiß, ich habe hier viel zu arbeiten, ständig bin ich bei irgendwas. Und warum fällt es dann vielen so schwer, trotz all der Mühen, da loszulassen und einen Schritt? Ja gut, es fällt schwer, weil es ein Teil der Identität ist, Teil der Gewohnheit, fehlende Alternativen. Und Menschen unterscheiden sich. Es gibt Menschen, die offen sind für Neues. Es gibt Menschen, die nur Lage, aber nicht handlungsorientiert sind. Ja? Mhm. Und bei Ihnen trifft wahrscheinlich beides zu. Sie sind offen für Neues. Und Sie sind nicht nur Lage, sondern auch handlungsorientiert. Sie setzen Dinge auch um. Ja. Und ganz wichtig, Sie sind dankbar über das, was Sie erlebt haben. Ganz genau. Nicht? Sie sagen nicht, dass Sie, oh, da jetzt gebe ich was auf, sondern das Aufgeben ist für Sie positiv. Ja. Und ich sage ja immer, Leben ist loslassen. Ja, absolut. Ballast abwerfen. Ja. Ja, und das fällt einigen schwer. Und zwar denen, die sagen, das sind Teil meiner selbst. Eben, ist das nicht auch verständlich, wenn Leute sagen, absolut, da steckt mein ganzes Leben drin. Mhm. Das kann absolut ich verständlich. Ja. Und man kann auch nicht sagen, das eine ist besser als das andere, sondern jeder soll sein Leben leben. Ja. Es ist, wie es ist. Und ich meine, meine Kinder waren bei weitem nicht so enthusiastisch wie ich. Die haben gesagt, Mama, das kannst du nicht machen, dann haben wir kein Elternhaus mehr. Ja, sage ich, Kinder, kommt ihr jeden Tag und putzt mir, macht ihr die Apfelernte, macht ihr dies, macht ihr jenes oder übernehmt's. Wir haben auch das durchgesprochen, durchgespielt. Ich habe die Kinder nicht vor vollendete Tatsachen gesetzt, aber es war jedem zu viel, das zu übernehmen. Und da die beruflich ihren Mittelpunkt nicht in Belingen. Und die wollten auch nicht mehr rein, da reinziehen. Nein. Oder so. Ja. Und dann sage ich, Kinder, dann müssen wir jetzt uns hier verabschieden von unserem Haus. Und das ist denen aber schon schwer gefallen. Also meine Kinder waren mir fast ein bisschen beleidigt dann eine Weile. Ja, aber das Thema hatten wir vorher, dass ich Verantwortung habe, auch für die anderen. Aber da war für mich der Punkt, wo ich sage, nee, ich muss jetzt Verantwortung für mich übernehmen, weil wer sonst soll die Last sonst tragen? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das geht nicht mehr. Sie sagen, was ist für mich gelingendes, selbstbestimmtes, sinnvolles Leben? Ganz genau. Und die Kinder aber auch verständlich, wie die reagiert haben, weil so ein Teil wieder ihre Identität war. Ja, absolut. Ich habe es auch verstanden und ich verstehe es bis jetzt. Meine Tochter mag bis jetzt noch nicht da vorne vorbeifahren. Hm. Ich wohne ja bloß ein paar Hausnummern weiter. Auf einem anderen Grundstück, was mir die Gemeinde zur Verfügung gestellt hat, weil sie mich nicht ziehen lassen wollte. Oh, das ist doch schön. Sie bleiben also in Ihrer Umgebung im Prinzip, aber haben einfach ein neues Zuhause in der gleichen Ort. Beschreiben Sie doch mal den Moment, wenn Ihre Augen schon so leuchten. Wie war das denn, als dann dieses Haus, dieses Tiny House dann vorgefahren kam? Boah. Beschreiben Sie mal die Situation. Wie war das? Es war fast nicht auszuhalten vom Glück, ich meine. Und plötzlich brummt es in der Ecke. Boah.
Es war eine Explosion, ein Schrei, mein Haus kommt. Ich meine, wann kriegt man schon ein Haus angefahren? Das passiert doch nicht in jedem Leben und jeden Tag. Ja. Und es war ganz irre. Und dann ist es bei mir vorbei und dann wohne ich ja neuerdings ein paar Hausnummern weiter. Und wir sind hinterhergelaufen mit den Möbissen, mit den Kameras, das ganze Dorf raus. Oh, jetzt hat sie es endlich. Weil das Dorf, das fand es alles so lustig, da mitzuerleben. Und war das Dorf war voll informiert? War von dem Bilde? Ja. Ihre Überlegungen? Ja, weil der Gemeinderat musste das ja beschließen, genehmigen, erlauben. Und die haben ja dann gesehen, dass ich mitten, ich sage mal, auf dem Stachus von Billingen, weil ich wohne genau gegenüber von der Kirche und vom Kindergarten, ja, die wussten ja, was ich da mache. Und die kamen her und haben geschaut. Und im Dorf leben. Und war das dann gleich bezugsfertig? Konnten Sie gleich rein, ja? Und wie war es dann die erste Nacht? Also ich musste dann noch eine Nacht warten, weil die sind ja am Abend gekommen. Und dann mussten die ja erst die Leitungen anschließen. Also Wasser, Abwasser, Strom, das war ja vorbereitet. Das Haus konnte dort stehen auf den auf diesen Grundfesten, halt, wo es stehen muss. Und dann die nächste Nacht. Die konnte ich dann dort verbringen. Und das war schon irre. Ich habe echt gedacht, ich bin im falschen Film. Aber das habe ich die ganze Zeit gedacht. Wer hat das alles hier inszeniert? Hatten Sie denn das Gefühl, das so hart es klingt, Sie haben Ballast abgeworfen, Sie fühlen sich leichter, kann man das ja so sagen? Ja, Ballast ist ja nichts Negatives. Ja, ja. Das macht doch unser Körper täglich. Stimmt. Also, ja. Das ist ja gut. Das wäre ja schlimm, wenn wir so verstopft werden, sage ich jetzt mal. Und inwiefern hatte das auch das Wort ist ja öfter gefallen, was mit Freiheit zu tun, mit neu gewonnener Freiheit? Naja, komplette Freiheit für diesen Moment oder für diese Zeit. Ich weiß ja nicht, wo mich mein Freiheitsdrang irgendwann anders noch hin. Eigentlich wollte ich ja Eremit werden und mit dem Häusle in Walden ausgehen. Mhm. Aber das erlaubt ja das Gesetz so nicht. Ja? Mhm. Aber ich bin trotzdem offen und denke, hey, wenn ich jetzt irgendwas kriege, wo ich ab die Post kann, dann mache ich das eben. Und im Moment bin ich halt an dem Platz jetzt gebraucht. Und mittlerweile weiß ich auch warum, weil ich konnte mir nicht vorstellen, nur weil ich in ein Tiny House ziehe, juckt es irgendjemanden. Mhm. Also ich habe mir gedacht, dass ich jemals hier sitze. Das sind ja verrückte Geschichten, die da abgehen. Mhm. Und weiß aber mittlerweile, ich wohne ja jetzt ein Jahr da, dass das für ganz viele Menschen ein ganz tolles Vorbild, will ich gar nicht sagen, weil so hoch will ich mich nicht einschätzen, sondern so eine Möglichkeit ist, du hast es geschafft, dann schaffe ich es auch. Nicht das Tiny House. So viele Leute kommen zu mir und sagen, du, ich finde es so toll, ich habe meinen Keller ausgeräumt. Und ich fühle mich so wohl. Einfach einen Schritt zu machen. Einen Schritt zu machen, etwas loszulassen. Ja. Loslassen ist schon das Zauberwort dabei. Mhm. Und dass es das Loslassen gut tut, das macht gar nichts, wenn man Omas Geschirr mal verschenkt. Also die ist deswegen nicht traurig, weil die Oma haben wir ja im Herzen. Also ich muss nicht all das, was Oma in ihrem Haus hatte, habe ich bei so vielen, muss ich alles behalten. Ich denke, oh Gott, jetzt wird man aber... Sehnsucht nie? Sehnsucht? Zurückzukehren in das alte Stammhaus? Ja, nie im Leben. Ich gehe da vor. Ich habe mich auch gerade gefragt, weil du gesagt hast, drei Häuser weiter. Ist ja, das, wenn du da aus dem Fenster guckst und dein altes Haus siehst, ist das nicht irgendwie... Boah, denke ich, schau, jetzt brauchst du die Fenster nicht putzen, guck mal, die reparieren das Rollo und ich gehe am... Positive Seiten von so einem großen Haus. So, ist so sieht es aus. Mein Haus lebt jetzt weiter und mit mir wäre es samt mir irgendwie versackt. Aber es ist, glaube ich, interessant, so ein Trend auch bei der heutigen Jugend. Weniger kann mehr sein. Mhm. Simplify your life, also vereinfache dein Leben und sie setzen es um. Ja. Mhm. Wie sieht das denn aus? Ja. Beschreiben Sie doch mal Ihr neues Zuhause. Ja, wenn wir da so reingucken, wir haben jetzt gerade doch schon einige Bilder gesehen. Wie ist es denn da? Wie haben Sie sich da eingerichtet? Führen Sie uns mal so rein. Also Sie kommen in meinen kleinen Garten rein. Mhm. Ich habe jetzt ein Grundstück von 200 Quadratmeter und das vorige war 250 oder irgendwo in die Richtung. Mhm. Ja, und dann sieht man schon eine wunderbare Terrasse. Die Leute kommen rein, setzen sich auf meine Terrasse und sagen, boah, ist wie Urlaub. Also so sieht's aus mit einer Überdachung, weil ich bin jemand, der gerne draußen lebt, solange das Wetter oder sobald das Wetter zulässt. Mhm. Aber jetzt die letzten Tage, wenn die Sonne kommt, gibt's draußen Kaffee. Also das ist einfach für mich schön da draußen. Und dann gehe ich halt in meine Türe rein. Ja, dann sehe ich die Küche, die Waschmaschine, alles so wie eine Einbauküche, wie es ein vernünftiger Mensch halt so hat. Mhm.
Und dann habe ich mir eine riesen Kuschelecke hinter in die Ecke gestellt, wo meine Couch ist. Am Abend kommt die Hundedecke drauf, dass die Möpslein dazu können. Ja, und dann habe ich jetzt ein Jahr mal nur gelesen. Nur gelesen, habe mir die sämtlichen Klassiker, egal was, alles rausgesucht. Ich will jetzt mal wieder wissen, wie sich die alle anfühlen, was ich früher gemacht habe und weil ich die Zeit dazu hatte und bin echt, natürlich, wenn die Sonne ist, ich habe mir einen Strandkorb gekauft, damit ich nicht drin sitzen muss. Mhm. Ja, das war ein Wunsch, kann man sagen. Vielleicht kein Lebenswunsch, aber. Das heißt, vorher haben Sie auch einen Großteil Ihrer Zeit fürs Haus gelebt und jetzt leben Sie für sich? So sieht's aus. Aber ich habe gehört, beim ersten Sturm haben Sie sich schon komisch gefühlt. Ja, ich war noch nie campen oder in einem Wohnwagen oder in einem Zelt. Oh Gott, es war im Dezember, als ich eingezogen bin, der erste Wintersturm und der bisher einzige. Und ich liege da oben und denke, boah, das Haus hat voll gewackelt. Puh, hat er das wirklich gescheit gebaut? Das hat er doch bloß für die Messe gebaut, habe ich gedacht. Das ist nur so ein Ausstellungsstück. Ja, soll ich mich anziehen, damit ich rausspringen kann, wenn es zu weit ist? Also das war die einzige Angst, die ich da hatte. Mhm. Ja, und habe dann die Nacht gut durchlebt und das Haus auch. Und habe dann mit Campingfreunden geredet, da musst du dran gewinnen. Wenn der Wind geht, dann schaukelst dann du. Ja, und einer hat gesagt, ist doch schön, das macht doch nichts. Ich höre ja den Regen auch. Ich meine ja, ich liege mitten total im Urwald. Schön. Das mag ich auch so, wenn der Regen aufs Dach prasselt. Das ist genau, so schön gemütlich. Absolut. Schöne Sachen so, aber das war mir halt fremd. Das wusste ich einfach so nicht. Und wir fragen uns ja heute, worauf noch warten. Ich verstehe Sie so richtig. Sie haben immer Ihre Antennen ausgefahren, um zu merken, jetzt will ich wieder. Wo jetzt ist Handlungsbedarf. Jetzt möchten Sie den nächsten Schritt gehen. Ja, das war immer so. Das war beruflich so. Ich habe etliche Berufe durch. Immer wenn ich es gehabt habe, dann, ach komm, lass doch das, hängst doch fest. Ja. Worauf noch warten? Vielen Dank und alles Gute, Frau Neumann. Danke. Vielen Dank an all unsere Gäste. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Dann mit dem Thema eigenartig, einzigartig. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss.